Es ist der 7. Juli 2022. Hier ist der Sendegarten. Ihr hört die Stimme von Martin Rützler und der ist aber nicht allein im Sendegarten zum großen Glück, sondern ich kann heute die Sendegärtnerinnenmannschaft begrüßen. Hallo Vera, guten Abend. Hallo. Und ich kann die Claudia begrüßen. Guten Abend, Claudia. Guten Abend. Und ich begrüße ganz herzlich den Sebastian. Guten Abend, Sebastian. Ja, guten Abend zusammen. Und ich bin mit der Stimme runtergegangen, weil das ist die Crew, die heute da ist. Wir grüßen den Lars, der ist irgendwie unterwegs. Schöne Grüße, macht dir eine gute Zeit. Winke, winke. Und wir sind gastlos. Rastlos, aber nicht gastun, also wir sind nicht unfreundlich. Aber wir haben ja mal gesagt, dass wir auch mal Sendegärten mit ohne Gast, mit uns als Gast, Gästin, wie auch immer, machen wollen. Und so einer ist heute, weil wir nämlich ein gemeinsames Erlebnis gehabt haben. Und da können wir uns ja jetzt gemeinsam so ein bisschen drüber austauschen. Ich möchte aber beginnen mit einem großen Dankeschön an die Schokoladenpräsidentin, so nennt sich die Dotti auf Twitter, die nämlich gesagt hat, heute ist Tag der Schokolade. Der 7. Juli ist der weltweite Tag der Schokolade. Also wir machen uns wenigstens süße Gedanken, falls wir nicht irgendwie Schokolade zu uns nehmen können, weil gerade irgendwo welche rumliegt. Bei mir gerade nicht, aber vielleicht bei euch ja. Habt ihr Schokolade? Ich habe welche, tatsächlich. Hey. Wo ist sie? Ich habe tatsächlich gerade keine. Das ist erschreckend. Ja. Nachdem ich Schokolade und Kaffeekrimis so geschrieben habe. Verdammt. Ja, das mit dem Tag der Schokolade wollte ich auch sagen. Genau. Ja, den hatte ich früher mal im Kalender. Und jetzt habe ich tatsächlich mal zwei Jahre keinen neuen Schokoladenkrimi geschrieben und schon bin ich nicht mehr informiert und habe nicht mal Schokolade im Haus. Also jetzt hört's auf. Ja. Aber mir fällt gerade auf, ich gucke so und dann sehe ich so alte Schokoladen-Osterhasen. Die sind aber auch schon bestimmt zwei Jahre alt. Vielleicht, also wenn die Not ganz groß ist, dann könnte ich denen den Kopf abreißen. Aber vielleicht ist das auch nicht so bekömmlich. Vielleicht sollte ich die lieber einfach so angucken. Oder mit Beton ausgießen oder so. Irgendwie sowas machen. Ja, was man so macht. Ja, was macht ihr denn so mit Schokoladen-Osterhasen? Sich welche holen gerade Menschen im Chat. Und jetzt warst du abgehackt. Oh. Ja, gut, dass ich es nicht war. Ich dachte, das wäre jetzt meine Leitung. Was sagtest du denn gerade, Claudia? Wiederhol doch nochmal bitte. Menschen im Chat holen sich gerade eben Schokolade und bezüglich Schokoladenhasen war der Vorschlag, sie wieder einzuschmelzen. Ach, ja, auch keine schlechte Idee. Mhm. Kann man dann, wenn man nicht dabei einschläft. Das ist ja die. Wir sprachen gerade noch, bevor die Musik lief, über Einschlafrituale und eine Person aus dem Kreis hier sagte, durch das Schauen von Filmen, wo Dinge eingeschmolzen werden, kommt die Schläfrigkeit, die Müdigkeit hoch. Vor allem Kupfer. Vor allem Kupfer. Okay. Kupferdrähte. Warum macht Kupfer besonders müde? Ich weiß auch nicht. Es hilft auf jeden Fall. Ich weiß auch nicht. Aber Kupfer, ja. Der hat auch schon mal Schuhe von Pferden, Hufeisen, hat er auch eingeschmolzen, da bin ich noch nicht so schnell eingeschlafen. Okay, wir erwarten jetzt dann gerade mal einen Link im Chat. Ja, genau, ich suche ihn gerade mal raus. Also einmal abends im Bett so müde sein wie tagsüber am Schreibtisch, das wär's. Ja, genau. Das stimmt. Also original. Meine Güte, was kann ich am Schreibtisch gut schlafen? Ich muss immer aufpassen, dass ich den Kopf nicht auf den Tisch knalle. Oder auf der Tastatur liegen und dann hast du da die ganze Zeit so da. Also sagen wir so, es ist nicht nur eine theoretische Gefahr. Ich habe das tatsächlich schon erlebt, dass ich aufgeblickt habe und sah meinen ganzen Bildschirm mit einem Buchstaben
Es war, glaube ich, das Z. So. Oh, das passt doch perfekt. Genau, das passt sehr gut, ja. Also das war... Das, so, ich habe den nicht, das, da darf Link man ja gar nicht, da dürfen wir gar nicht öffentlich drüber reden. Das müssen wir... Das bleibt unter uns. Ich habe den Link in den Chat geworfen. Ich wünsche euch eine gute Nacht. Ach, das ist ja gar nicht. Das ist ja andere. Das war der Schiller, der da so einen anderen Dings... Linkadresse kopieren. Ein Post. Ein Post gemacht hat. Ich muss aber eine Triggerwarnung dazu. Er wohnt in Australien, das heißt, es sind auch öfter Spinnen zu sehen in dem. Aber er macht immer eine Triggerwarnung rein und so einen Countdown und sagt so, in 5 Sekunden seht ihr eine Spinne. Das ist aber nett. Für diejenigen, die Spinnen sehen. Ich sehe, du hast mögen. Die Schokolade gefunden. Also ich höre, was? Du hast die Schokolade gefunden. Entschuldigung. Hupsi, vielleicht sollten wir eine Triggerwarnung reinmachen für Leute, die es nicht abkönnen, wenn man isst. Weiß nicht, ob wir diesmal Sprungmarken machen. Sonst einfach ein paar Minuten oder beim nächsten Mal wieder einschalten oder wie auch immer. Ja, wir sind ja jetzt hier etwas laissez-faire unterwegs. Wir haben uns ja vorgenommen, den ganzen Sendegarten ein bisschen lockerer zu machen. Dann kann man auch dabei essen, trinken und schmatzen. Also in Maßen. Ich kann es immer noch nicht leiden. Wir machen manchmal so eine unter Kollegen so eine gemeinsame Kaffeetrinken-Videoschalte. Und da ist dann einer dabei, der schiebt sich dabei immer seine Butterbrote zwischen die Kiemen. Und das kriege ich. Also, wenn man diesen Menschen so direkt auf diesem Bild so anstarrt und der schiebt sich dann so ein Butterbrot eins nach dem anderen da rein. Das macht mich, das triggert mich im Negativen. Ich habe letztens einfach einen Explorer aufgemacht und die Größe des Bildschirms, also vom Explorer, so klein gemacht, dass sie genau auf seine Kachel passte und habe einfach den Explorer über sein Gesicht gelegt, weil ich das nicht ertragen konnte. Ja, man kann ja keinen ausblenden aus einer Konferenz, aus einer Videokonferenz. Also jedenfalls wüsste ich nicht, wie. Keine Ahnung. Im Zweifelsfall ein Post-it drüber kleben? Ja, das wäre eine Idee. Vielleicht sollte ich mal ein passendes zuschneiden. Ich könnte es auch einfach ignorieren. Der Witz ist nur, ich kann dann nicht hingucken. Das ist ja ganz komisch, ne? Normalerweise stehst du ja auch mit Kollegen irgendwie so am Stehtisch oder so und dann isst der eine was weiß ich, sein Brötchen und sein Croissant und irgendwie, also so war das früher jedenfalls, heute ist ja schon nicht mehr so, aber da kann ich besser weggucken als bei diesen Videokonferenzen, wo dann da so einzelne Bilder mich direkt angucken. Man kann so rumexperimentieren, dass man halt nur die sprechende Person groß sieht und die anderen dann klein und so. Habe ich alles schon ausprobiert. Taugt aber nicht. Ich muss das mit dem Post-it mal probieren. Das ist gut. Das ist eine gute Idee. So, heute haben wir ein Thema vom auf dem Sendegartentisch liegen. Und du meinst nicht Boris Johnson, sondern das andere. Auch möchtest du gerne über Boris Johnson sprechen? Nee, ich wollte eigentlich über das echte Ereignis reden. Ich kann über Boris Johnson nicht kompetent erzählen. Ich lasse nur heute, dass die Katze, die da wohnt, dass die jetzt dann wohl den dritten Premier hinter sich lässt. Und es geht in die Vermutung, dass die Katze, die da wohnt, der eigentliche Premier von England ist. Ja, also, sehr gut. Das könnte ich mir sogar gut vorstellen. Das würde erklären, warum dieses Video von heute Nachmittag 16.34 Uhr auf der BBC-Seite Watch 48 Hours of Political Chaos in 60 Seconds die Katze als Startbild hat. Das mich schon sehr amüsiert hat. Ja.
Ich las vorhin von einem Reporter, der hatte dann auch wie drei Katzenbilder gepostet und er sagte, I'm short mit Battery, with Battery oder so. Er musste also aufpassen, dass ihm nicht die Batterien zu Neige gehen. Aber das war ihm jetzt so wichtig, dass er noch irgendwie drei Katzenbilder da von Downing Street 10 gepostet hat. Das war dann doch schon. Das ist das Internet. Das Internet ist für Katzenbilder. Also, das wissen wir doch. Ja. Ja. Ja, und das Vieh muss wohl da genauso gewesen sein wie jede Katze, ne? Also sie war draußen, dann ratz, 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 ich will rein. Und kaum war sie drin, ratz, 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 ich will wieder raus. Und dann draußen, ratz, 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 ich will rein. Also musste die Leute auch Olli auf Trab gehalten haben. Sehr zur Freude der wartenden Journalistinnen und Journalisten. Also das kann ich mir schon gut vorstellen. Mhm. Ja, du kannst dir das Drama weder von drin noch von draußen angucken. Man könnte ja mal eine Katzenklappe montieren, aber ich weiß, ja. Also vorgestern haben mir noch Freunde erzählt, sie haben eine Katzenklappe montiert, aber das Tier weiß natürlich, wenn es morgens um 4:30 an die Balkontür wumst, dann wird schon irgendjemand aufstehen und dann macht es das halt auch. Katzenklappe ist aber was für Loser. Mich lassen die Menschen auch persönlich rein. Naja. Hat einer von euch eine Katze? Also, Frage blöd, drei. Ne? Natürlich, Claudia hat ja drei, genau. Ich habe nur meinen Nachbarskater, der mich immer im Hinterhof begrüßt. Hm. Ja, wir haben aber nur streunende Katzen. Oh, das ist aber auch toll. Aber die klappern nicht mit der Klappe. Nee, oder die wumsen an die Balkontür. Die suchen sich ihre Nahrung im Feld. Okay. Bringt die dann manchmal so Gastgeschenke mit? Guck mal hier, eine halbe Maus, extra für dich. Oder nee, so? Ist ja nicht. Ist schon, sicherlich schon mal passiert, aber selten. Fällt nicht so auf. Ja, wollen wir jetzt über das echte Ereignis sprechen? Achso, Entschuldigung. Manche Frage geht. Was bist du denn so negativ? Ich meine, wir sind ja alle negativ, zum Glück. Also im Sinne von, das ist was Gutes. Also heutzutage ist es ja was Gutes, wenn man sagt, ich bin negativ. Aber man möchte eigentlich positiv sein, aber Corona-bedingt ist positiv das Negative. Also wenn ich sage, ich habe positive Nachrichten, das ist schlecht. Aber ich habe keine, ich habe negative Nachrichten. Das Ereignis, Claudia, was ist das Ereignis? Was liegt auf dem Tisch des Sendegartens? Du meinst der Elefant im Raum? Potsdok! Wie alle gemerkt haben wir keine Sondersendung vom Potsdok gemacht, weil ich war einfach nicht in der Verfassung oder in dem. Also ich habe mich nicht drum gekümmert, weil ich, ne, meine Motivation ist, ich suche sie ja noch danach. Dann war das Team so nett zu sagen, okay. Da machen wir ein Foto, aber das war's dann auch. Okay. Deshalb nutzen wir den Sendegarten heute, um einfach mal so ein bisschen zusammenzufegen, was denn da auf dem Potsdok gewesen ist. Vielleicht erstmal so die Rahmenbedingungen. Ich war ja eigentlich die ganze Zeit da. Mein Mut reichte eigentlich nur von Samstag früher Nachmittag bis Sonntag früher Nachmittag, also quasi 24 Stunden. Ihr wart mutiger, ne? Vera, wann bist du denn da eigentlich eingetroffen? Ich bin schon mittwochs eingetroffen. Ui. Also Mittwoch vorm Potsdok gegen Nachmittag. Inga und ich waren auch die allerersten auf dem Gelände. Also von Mittwoch bis Montag war ich da. Und auch, ich weiß das nicht, wann die anderen. Lang. Genau, ich weiß nicht, wann die anderen am Montag abgereist sind, aber so um 2:30 bin ich dann losgefahren worden. Ja. Genau. Losgefahren worden klingt gut. Ne? Ja, netterweise wurde ich mitgenommen und war sehr angenehm, die Rückfahrt und so. Und ja, wie gesagt, Inga und ich waren von Mittwoch schon die ersten. Und alle anderen auch, wir waren die Ersten. Die allerersten. Wie bist du angereist? Oder ihr? Dann mit dem Zug? Also wir waren ja in Frankfurt noch vorher, also
auf dem Konzert sogar noch, dienstags, mit FFP3-Maske, also auch zum Glück nicht angesteckt. Und dann sind wir von Frankfurt mit dem ICE nach Göttingen und dann von da, also haben wir noch in Göttingen ein bisschen Sightseeing gemacht und dann mit dem 9-Euro-Ticket weiter nach Ahlfeld und dann mit dem Taxi, also all das Geld, was wir uns für den Regionalverkehr gespart haben, haben wir dann ins Taxi gesteckt. bis zur Kulturherberge. Genau, ja, der hatte sich dann gefreut, der Taxifahrer irgendwie. Ach, wie schön, findet hier eine größere Veranstaltung statt. Dann habe ich ja ein paar Fahrten mehr und dann haben wir ihm aber nichts von dem Fahrdienst erzählt. Ja. Hat er 3 Tage unten auf der Straße rumgelungert, genau. Und keiner ist so rausgekommen. Ja, genau. Ja. Nee, genau. Und dann waren wir schon Mittwoch nachmittags da. Ui, ui, ui. Der Chat ist übrigens dafür, dass das Podstock nochmal durchgeführt wird dieses Jahr, nachdem es offenbar nicht ordnungsgemäß stattgefunden hat, weil es ja keinen Sendegarten gab. Immer diese Erwartungshaltungen. Mann. Man ist ja gar nicht mehr frei in dem, was man tut oder nicht tut. Aber gegen eine Wiederholung hätte wahrscheinlich niemand ernsthaft Einwände. Abgesehen vielleicht vom Organisator, der jetzt erst so verschnaufen möchte. Verständlicherweise. Also fragen wir doch mal, wie bist du denn angekommen? Ich bin... Auch mit dem 9-Euro-Ticket? Nee, ich musste selber fahren. Genau, ich bin halt wie üblich mit dem Sprinter angekommen. Das war irgendwann gegen, auch Mittwoch, dann irgendwie 17 Uhr. Und ja, genau, dann waren die anderen schon ein Teil da vom Orga-Team. Das machen wir eigentlich mittlerweile jetzt, ich glaube seit 2018 machen wir das, glaube ich, dass wir mittwochs schon anreisen, weil wir einfach gemerkt haben, dass ist ganz, ganz schön, wenn man schon mal selber da ist und ankommen kann und dann schon so ein paar Dinge vorab organisieren kann und ja, mit in Ruhe reinstarten kann in das Geschehen, wenn dann am Donnerstag die anderen HelferInnen aufschlagen. Ja. Dass man für die dann auch schon irgendwie so einen Plan anbieten kann. Also wer was muss eigentlich getan werden oder so. Genau, gibt es irgendwelche Sachen, die sich noch verändert haben zwischen dem, also wir waren ja Ende April da, vielleicht hat sich da irgendwas ergeben, was halt, oder irgendwas geht schief oder wir stellen fest, okay, irgendwas von den Getränken wurde nicht geliefert, irgendwie sowas, dass man dann schon mal vorab organisieren kann und oder auch Dinge, die vielleicht andere mitbringen können, dann nochmal dran denken, helfen kann, so, hey, wir brauchen dies oder das und ja, wenn die anderen erst am Donnerstag anreisen, dann können sie es vielleicht noch mitbringen oder so. Das ist dann auch immer ganz hilfreich. Ich habe hier immer noch eine ganze Flasche Autan rumliegen. Das ist auch so ein, habe ich mal, also jemand war auf dem Podstock und einen Tag vor mir und schrieb mir dann, hier ist alles voller Mücken, kannst du Autan mitbringen? Und dann habe ich das mitgebracht und witzigerweise danach war irgendwie dieser Mückenschwarm weg oder so. Jetzt liegt diese Flasche hier auch schon seit Ewigkeiten rum. Also ich glaube, langsam kann man die nicht mehr benutzen. Irgendwann sind die ja auch mal durch. Aber das ist so das Podstock-Symbol, was hier immer so rumliegt. Das ist total witzig. Aber kann ich gut verstehen. Man kommt an, guckt sich um und dann stellt man fest, ach, ja, da fehlt noch ein Anschlusskabel oder was auch immer. Ja, ansonsten, ja, genau, das nutzen wir so ein bisschen zur Einstimmung und das ist immer ganz angenehm, weil dadurch ist es dann auch noch mal ein bisschen länger, wobei die Zeit doch schneller vergeht. Also es kommt einem nicht fast wie eine Woche vor, die es dann ist fast, aber ja, es geht dann ziemlich zügig vorbei. Also das immer besonders merke ich es dann immer sonntags, wenn dann so die Abschlussrunde ist und man dann denkt so, okay, eigentlich hat es ja jetzt erst richtig angefangen und man würde gerne noch weitermachen, ja. Aber dann ist eigentlich schon jetzt muss abgebaut werden und genau. Das ist ein schwieriger Moment in der Phase. Ja, den sparen wir uns für später auf. Ja. Wir sind ja noch beim Ankommen. Claudia, wie bist du denn angekommen?
Also wir waren ja schon seit über einer Woche unterwegs tatsächlich vorher. Also bei einem Schreibretreat, da war der Clemens dann auch dabei, der hat tagsüber gearbeitet. Und dann hinterher waren wir bei meinen Eltern, da war auch noch eine Familienfeier. Das heißt, wir waren eigentlich auch nur so eine halbe Stunde entfernt. Und dann sind wir quasi so direkt am, wann sind wir gekommen? Donnerstag, genau. Donnerstagmittag bei meinen Eltern dann los, da noch was gegessen und dann so langsam rübergefahren, gute halbe Stunde. Genau, ganz entspannt angekommen und dann aus Erfahrung erstmal das Zelt aufgebaut und damit man abends dann was hat, wo man reinfallen kann. Das ist immer ganz schlau. genau, und der Clemens hat dann sich um Videozeugs gekümmert. Ich habe mich dann darum gekümmert, dass der Clemens alles hat, was er braucht, um sich um Videozeug zu kümmern, weil mit Programmieren und Gedöns habe ich es ja nicht so. Und ja, war aber ganz cool. Und mal gucken, vielleicht kann ich dann nächstes Mal schon wieder noch ein bisschen besser bei Videokram und so weiter helfen. Oh, man lernt ja auch dazu. Ich meine, ich habe ja auch gesehen, dass die Technik explodiert ist, quasi. Ich kann mich noch an Podstocks erinnern, wo man mit einem H6 auf der Bühne saß. Das hat gereicht. Und das war ja nun ein X-faches davon, was im Moment dann, also gegenwärtig auf der Bühne gestanden hat. Auf der Innenbühne lag ein H8. Genau, da haben wir dann mit dem VOG-Koffer oder mit dem VOG-Equipment halt drumherum gebaut, um das H8, was da schon lag. Und okay. Genau, es waren insgesamt drei große VOG-Cases da. Und ich kenne jetzt zwar grundsätzlich schon von der Privacy Week, da haben wir aber halt eigentlich mal ein anderes Setup gefahren. Und haben halt primär eben die Kameras daraus verwendet und eben was im Zweifelsfall noch irgendwo gebraucht wurde, ein Kleinkram. Und das war jetzt für mich auch das erste Mal halt, dass wir komplett nur mit den VOG-Cases gearbeitet haben. Aber war ganz cool. Also VOG Video Operation Center vom CCC, genau. Und ohne den Andi, der sonst immer vor Ort ist. Ja, ich wollte gerade sagen, da gehört Andi irgendwie zwingend dazu. Ja, ne? Genau. Eigentlich der war schon, nicht dabei, aber, richtig. Naja, er war remote dabei. Also er hat dann dem Clemens dabei diversen Konfigurationssachen und so geholfen und Sachen debuggen. Und es war wohl auch ganz interessant, weil der Clemens meinte, oh, das ganze Ding hier, das ist komplett verkonfiguriert. Und dann hat er die richtige Konfiguration reingeladen und dann ging es nicht mehr. Oh Gott. Ja. Das war kein Fehler, das war Absicht, Clemens. Das musste ja, so ja. Verkonfiguriert sein. Ich hatte die Theorie hinterher dann auch. Das half dann leider zu dem Zeitpunkt auch nicht mehr. Aber super. Ja. Aber es ist, es lief dann irgendwann und war auch alles sehr sehr funktionell und spannend und halt auch Menschen, die dann richtig Spaß hatten, auch mit Kamera, also zumindest so in meiner Wahrnehmung viel Spaß hatten mit der Kamera oder den Kameras an der Außenbühne. Da hatten wir ja zwei dann. Und da gibt es auch richtig coole Aufnahmen dann noch vom Samstagabend hier, wo der Stefan Bleepy Toys dann Synthi-Musik gemacht hat, so mit der einen Kamera so direkt bei ihm über die Schulter quasi. Das habe ich schon Dinge von gesehen, das ist richtig cool. Also, ja. Ja, er schrieb, glaube ich, heute auf Twitter, dass er diese Aufnahme im Vorschnitt oder so gesehen hat und dabei Fehler festgestellt hat. Also anscheinend hat man ihm so auf die Finger geguckt, dass er jetzt selber sich selber sieht und sagt, oh Gott, das hätte ich mal lieber anders gemacht. Ja. Ja. Aber es sind wirklich Feedback. Echt coole Aufnahmen geworden. Und auch jetzt hier von den anderen Talks und so, was ich da auch schon von gesehen habe. Also es ist schon sehr cool. Und ja, also es lohnt schon ein bisschen mehr dahin zu tun. Wobei halt natürlich ein H6 auf der Bühne an sich total hinreichen sollte für PodcasterInnen. Ja, hat auf jeden Fall. Also in wo waren wir denn? Almke, da bei Wolfsburg, da war das tatsächlich so. Da war ein Minitisch und da stand dann. Aber das ist alles so alt, so lange her. Das ist ja nicht mehr das Podstock. Also Podstock ohne Nebelmaschine geht ja jetzt gar nicht mehr.
Und irgend so ein Ultra-Beamer, der dann irgendwie Bäume beleuchten kann mit Logos oder so. Also das war ein ganz handelsüblicher Beamer. Echt? Ja. Krass. Ich dachte, das wäre so ein Laser, Laserdings gewesen. Nee, du musst einfach nur, der Trick ist, du musst halt einen schwarzen Hintergrund und ein weißes Logo drauf geben und dann sieht das einigermaßen schon gut aus. Ah, okay. Ja gut, aber das sind Details der Veranstaltung. Ich würde gerne nochmal einen Schritt zurück machen. Und zwar, wie war das Gefühl beim Ankommen? Das ist ja nun nach 2 Jahren Pause und in einer Pandemie. Also wir hätten ja gerne, dass die Pandemie vorbei ist, aber um mit Jörn Schaar zu sprechen, seien wir ehrlich, sie ist ja nicht weg. Sie ist ja noch immer da. Ich frage mal Sebastian, so als den Hauptverantwortlichen, wie war denn dein Gefühl so beim Ankommen? Oh, viel Zeit zum Nachdenken habe ich zumindest dann nicht. Also, weil dann geht's meistens also kurz diejenigen, die da sind, begrüßen. Dann haben wir kurz noch was gegessen und dann ging es aber auch schon los mit der Übergabe der Kulturherberge und vom Getränkewagen und ja, und dann ist das so eine Zeitrafferaufnahme ab da dem Zeitpunkt. Mhm. Ja, also das geht dann relativ schnell so wie es immer war. Also es hat sich vom Gefühl nicht großartig verändert. Also als wenn quasi wir nahtlos ein Jahr später ohne Pandemie weitergemacht hätten, ja. Das ist interessant, dass diese 2 Jahre einfach so puff weg, also auch nicht sich negativ ausgewirkt haben. Das ist interessant, wirklich interessant. Und aber so, ich meine, du als Hauptverantwortlicher nachdem du einmal beschlossen hattest, oder die Orga oder wer auch immer, wir machen das jetzt, stand die Frage gar nicht mehr so im Raum, ist das okay, oh Gott, wie wird das wohl werden, sondern dann war einfach die Durchführung, das Abarbeiten der Punkte war dann im Vordergrund. Ja, wir hatten uns schon natürlich sehr viele Gedanken gemacht im Vorfeld, auch über das Hygienekonzept, aber das war ja jetzt auch nichts, was für uns, glaube ich, und auch für alle Teilnehmenden irgendwie ungewöhnlich war, ne? Also Tests sind etwas aus dem alltäglichen Leben, Masken sind etwas aus dem alltäglichen Leben. Also man stelle sich vor, hätte man das durchgeführt, ohne dass das überall schon bekannt wäre. Ich glaube, dann wäre es anders gewesen, ne? Also wären Masken nicht im Alltag schon etwas Alltägliches, dann wird das anders, glaube ich, sein. Aber so ist das natürlich im Prinzip nichts. Haben wir das natürlich aus der Pandemiezeit dann mit übernommen, natürlich. Ne? Aber noch strenger, also die Regeln waren ja jetzt strenger, als sie an anderen Orten im Moment sind. Ne? Mhm. Also, ja, weil wir gesagt haben, wenn alles, was irgendwie wissenschaftlich gut begründbar ist und auch eine Wirkung zeigt, und das sind Masken in Innenräumen halt und das sind halt auch Tests, dann... Hat da der Expertenrat nicht gerade so ungefähr das Gegenteil gesagt? Nein, das kleine Spitzel. Können wir doch nochmal über Boris Johnson reden? Nein, also die haben ernsthaft, also diese Fachleute da haben doch ernsthaft irgendwie gesagt, dass also die Wirkung von Masken wäre nicht nachweisbar, nicht belegbar. Wo ich dann auch denke, wie? Hä? Nee, also da will ich dann auch meine eigene Wahrheit glauben. Ich halte auch an dem Gedanken fest, eine Maske schützt. Also warum sollte sonst ein Operateur oder eine Operateurin oder das ganze OP-Team OP-Masken tragen, wenn die dann doch keine Wirkung haben? Also irgendwas wird ja schon dran sein, denke ich mal. Und es wird auch irgendeinen Grund dafür geben, dass der Herr Drosten auch diesen Rat verlassen hat irgendwann im Frühjahr. Also naja. Gut, also wir sind gewohnt, das mit Masken umzugehen und wir wissen, oder wir, also die wir Expertenradler ist auch gut. Ist das ein Getränk oder eine Sportart? Gute Frage. Ein schöner Sendungstitel auf jeden Fall. Oh, sehr gut. Expertenradler, herrlich. Wo ist mein Stift? Da. Ja. Expertenradler.
Ich frage mal ganz kurz, ob ich sehr sowas gut, hier kriegen Vera. Kann. Moment. Ja. Oh, jetzt höre ich euch beide sehr abgehakt. Du warst ganz abgerissen. Hallo, bitte? Ach, ich wollte eh nur einen Expertenradler haben. Alles gut. Okay, also, ich habe mich die ganz durcheinander gebracht, Sebastian, und mich auch. Wo waren wir denn gerade? Beim Potsdok. Gefühl beim Ankommen, genau. Und bei Testen alles wie und immer. Masken und dass wir das alle kennen. Genau, im Prinzip wie immer und diese Zusatzmaßnahmen, denen wir uns ja auch selber bei der Anreise dann auch schon getestet haben, das war dann irgendwie schon alltäglich. Gut, man muss auch sagen, das erste Mal, dass das Orga-Team ja auch vor Ort wieder zusammengekommen ist, das war ja wie gesagt Ende April und dementsprechend hatten wir ja schon mal so eine Vorwärmphase, wo es dann doch vielleicht ein bisschen, wo man sich schon mal dran gewöhnen konnte und wo wir dann auch gemerkt haben, okay, das könnte funktionieren an dem Wochenende und da ist eigentlich dann die Entscheidung auch getroffen worden. Ich hatte es ja auch bei der Abschlussveranstaltung dann erzählt, dass wir da dann auch wirklich so das Gefühl hatten, alle zusammen, okay, lasst uns mal jetzt den Termin festmachen oder der Termin stand ja schon, aber dass wir jetzt auch mit den Tickets loslegen und so weiter und so fort und im Prinzip alles anlaufen kann, was für dieses Event notwendig ist. Ja, ich hatte so ein bisschen den Udo im Ohr, der von sich her sagte, also er war vom Konzept überzeugt, aber so 5% Zweifel er hatte halt doch noch so nach dem Motto, ob das denn alles so richtig ist und so. Und da konnte ich mich sehr mit anfreunden. Also bei mir war das auf jeden Fall ein sehr, sehr gemischtes Bild. Aber ich will nicht vorgreifen. Ich glaube, Vera wollte erstmal einsteigen, ne? Oder? Oder was, Claudia? Ich wollte eigentlich gerade nur ergänzen, beziehungsweise da direkt einhaken. Also ich fand das total großartig. Also wir sind halt da zum Gelände gekommen und das allererste war gleich erstmal so quasi zur Seite weggeschnappt worden und hier ist Test, erst testen, dann aufs Gelände, fand ich total super. Also da hatte ich dann halt auch wirklich so ein Sicherheitsgefühl, also so diese ersten 95% quasi, war gleich so am Anfang, fand ich total großartig, dass das dann auch echt durchgezogen worden ist, dass alle mitgemacht haben und da keiner rumgenölt hat. Super. Und halt auch Innenräume, Maske, das hat echt funktioniert. Die ein, zwei Mal irgendwie Leute ohne gesehen und die haben es halt dann tatsächlich irgendwie verpeilt beim Reinlaufen und dann irgendwie so, Maske? Oh ja, oh mein Gott, ne? Und dann gleich aufgesetzt. Also war super. Also richtig, richtig großartig. Und dein persönliches Gefühl bei der Überlegung, fahre ich da jetzt hin, fahre ich da nicht hin, nehme ich an einer Großveranstaltung in Anführungszeichen teil oder nicht, hat es da in deinem Kopf auch so Hin- und Her-Überlegungen gegeben, so was spricht dafür, was spricht dagegen oder war das für dich klar, da will ich hin, da will ich dabei sein? Also für mich hat tatsächlich den Ausschlag gegeben, als hieß, nee, wir machen Maskenpflicht drin und jeden Tag Tests. Das war für mich dann so ein, okay, nee, dann fahre ich. Also, ich hatte ja vorher gerade gesagt, wir waren vorher schon unterwegs. Einmal halt eben Schreibretreat mit so 8 Leuten. Das habe ich für mich persönlich als überschaubar empfunden. Dann eben Familienfeier so auch mit so 6-7 Leuten, wo ich mir auch dachte, so jo, das geht. Und dann halt eben Potsdok mit Masken und Testen war für mich dann, und halt campen draußen und nicht drinnen und so weiter groß. Da hatte ich eigentlich von Anfang an ein ganz gutes Bauchgefühl. Die letzten paar Prozent ist halt, also ich glaube, die kriegt man gerade nicht weg. Die sind halt einfach, das draußen ändert sich halt erst nur langsam. Ja. Aber ne, also was die Orga da tun konnte, hat sie getan und das finde ich auch total großartig. Also ich glaube, viel mehr nach oben wäre meines Erachtens fast nicht gegangen. Also nicht für ein Event mit 80 Leuten dabei. Ja, wobei du natürlich sagen musst, klar, wenn du ein größeres Event hast, irgendwie mit 1.000, 2.000 Personen, dann hast du natürlich
durchaus Leute dabei, die solche Maßnahmen dann ignorieren mehr oder halt wirklich verweigern, und dann hast du natürlich wesentlich mehr Stress. Ich glaube, da ist auch unsere Community, die da war, wie du es schon sagtest, alle haben sich dran gehalten, und wenn, dann war es eher ein Versehen, wenn mal irgendwie die Maske nicht auf war. Das ist dann nochmal eine andere Nummer und auch nochmal schwieriger durchzusetzen, glaube ich, an der Stelle. Aber ja, mich hatte es auch im Vorfeld überrascht, dass so manche Veranstaltungen gar keine Hygienemaßnahmen oder nur noch eine Bitte formuliert haben. Das war dann auch etwas überraschend für mich, ja. Also wir haben ja vor, oder auch Tickets für die MCH, jetzt in 2 Wochen in den Niederlanden, also großes Hacker-Camp. Und da habe ich tatsächlich ein schlechteres Gefühl. Ich habe ernsthaft gestern Abend überlegt, okay, lassen wir es einfach. Also, ja, also haben die kein halt Konzept auch, angeboten? Ich glaube nur mit Bitte. Wäre nett mit, und das ist so, Das sind dann auch so, ich habe jetzt die genauen Zahlen gerade nicht im Kopf, irgendwas so mit 3000 Leute oder so, und ja, es ist ein riesiges Gelände, und ja, ich kann natürlich einfach Maske tragen, na, aber und mich da halt testen, aber da ist natürlich halt auch das Problem, wenn wir da vor Ort krank werden, na, und dann vielleicht auch symptomatisch krank werden, wir kommen da halt auch einfach nicht wieder weg, ne? Es sind 13 Stunden Autofahrt von da. Na, ja. Und schwierig, ganz schwierig. Wird alles bedacht sein, ja. Ja. Und da 2 Wochen ja, gut, irgendwie krank in einem Zelt liegen, ist natürlich halt genauso ungeil. Und, ja, oder halt überhaupt in irgendeine Herberge reinkommen oder sonst was. Also ich wüsste jetzt nicht, was ich machen soll, wenn vor Ort positiv und symptomatisch. Ja, also automatisch könnte man sich halt überlegen, okay, wir packen jetzt ganz schnell unsere Sachen und suchen uns eine Strecke mit nur Tankautomaten auf dem Weg, wo wir dann auch tatsächlich niemanden über den Weg laufen. Aber ja. Naja. Also das Auto als Quarantänezelle nehmen oder als Isolationszelle sozusagen. Ja, ist ja nicht das Schlechteste, die schlechteste Idee, sollte man sagen, okay, das ist jetzt der Raum, und wenn Clemens und du beide, also wenn ihr dann sagt, okay, das ist geteiltes Leid, dann brauchen wir jetzt auch da noch nicht noch zu trennen, dann mag das ja vielleicht sogar gehen irgendwie. Aber schön ist anders. Also ist natürlich ein Gedanke, das ist nochmal eine Dimension größer, weil es einfach weiter weg ist. Ne? Klar. Naja, gut, von Potsdok, also jetzt da Alfeld, hier zurück nach Wien sind es halt auch 10 Stunden, na, oder 9, wir sind gut durchgekommen, 9 Stunden halt. Aber halt zu meinen Eltern, und dann da halt irgendwie im Keller oder oben einschließen und hoffen, dass wir sie nicht anstecken, ist halt auch eher mäßig. Gerade so. Zu den Älteren, ne? Ja, genau. Genau, ne, mit in diversen Risikogruppen und so weiter, wo ich mir denke, also ich würde jetzt nicht guten Gewissens zu meinen Eltern fahren. Und wir hatten ja auch die Situation, als wir da von dem Schreibretreat halt zu meinen Eltern kamen, hatte ich dann einen zum Glück falsch positiven Schnelltest. Also auch nächsten Tag dann halt los und mir auf eigene Kosten einen PCR-Test organisiert. Aber wir haben dann halt auch mit Maske. Überraschung, unangenehme Überraschung, was? Shit. Ja, schon. Vor allem haben wir dann halt mit Maske im Garten bei meinen Eltern gesessen, weil ich gesagt habe, nee, ich kann es nicht verantworten, dass ich dann im Zweifelsfall meine Eltern anstecke. Geht nicht. Ja, ja. Ja, gut. Gut gedacht. Ja. Auf jeden Fall. Ja. Und dann als halt, also Clemens hat dann auch noch einen PCR-Test gemacht, und Schnelltests haben wir eh jeden Tag gemacht. Und als die dann halt auch immer alle negativ waren, haben wir gesagt, okay, dann können wir halt auch zum Potsdok fahren. Ne? Aber halt auch mit viel Testen vorher, damit wir halt auch wirklich nichts einschleppen und wen anstecken. Ja,
Also hier Max Snyder schreibt es ja auch gerade in den Chat, also dadurch, dass es einfach eine klare Ansage war, also so machen wir es, und auch in dem Podstock Podcast hat es Sven das ja, glaube ich, auch klipp und klar gesagt, also wenn du einen positiven Test hast, kommst du nicht aufs Gelände, dann schicken wir dich nach Hause. Sorry, das ist nicht gegen dich, aber das ist für die anderen halt, ne, gedacht. Also du kommst da nicht hin, wenn du nicht, wenn da irgendwie der Verdacht ist, dass da eine Corona-Infektion in dir drin schlummert. Ja, fand ich das super. War eine sehr, sehr klare Ansage. Also da war ja kein Drumherumreden. Also das war ja nun wirklich Bums. Das, so war das halt. Ne? Und das hätte jeden treffen können. Selbst den Sven selber, wenn er halt positiv getestet worden wäre, dann wäre er halt gefahren oder hätte halt fahren müssen. Mhm. Ja, da hatte ich übrigens eine Frage. Halt, ihr hattet... Ach so, ja. Ja, wegen bei der Republika, ne, dass da so ein Wunsch der Veranstalter war, bitte Masken tragen, und aber keine Durchsetzung irgendwie passiert ist. Das nimmt er hier als schlechtes Beispiel. Und da, ja, aber das ist, wie du schon sagtest, Sebastian, natürlich eine Mengenfrage und auch eine, wie soll man sagen, eine Konsensgeschichte. Also die Leute, die zum Podstock gekommen sind, ich glaube, da war der Konsens, sich und andere zu schützen. Also es ging dann nicht nur um den Eigenschutz, sondern um die Veranstaltung zu schützen und überhaupt durchführbar zu machen, dass man dann einfach gesagt hat, okay, ich habe auch jemanden, also es war eine der Mütter, die da herumlief, da der Sprössling kam aus dem Haus und, wo ist denn deine Maske? Sagte die Mutter, ja, und dann druckst rum. Nein, das kommt gar nicht in Frage, das ist die Regel hier und da musst du dich auch unterwerfen. So, da musst du auch drauf achten. Das fand ich beeindruckend, weil manchmal sagt man, ja, komm, Kinder, ne, da kann man ja noch mal irgendwie. Aber nee, da hat die Mutti dann auch klipp und klar gesagt, liebes Kind, für dich gelten hier dieselben Regeln. Und das fand ich echt dürfte. Also ja. Aber auch total, ne, also ihr habt da ja jetzt innerhalb von, ne, 4 Tagen, 5 Tagen auch richtig viele Tests einmal durchgeschleust, so, ne, mit 80 Teilnehmenden und halt Orga-Team und allem. Dass da kein falsch positiver Test zwischen war, fand ich jetzt dann auch echt beeindruckend. Also, wow. Ja, sehr cool. Wir haben auch echt drauf geachtet, dass alle wirklich zuallererst zu uns kommen und nicht erst noch, ach, ein Käffchen und noch eine Zigarette und so, sondern wir haben gesagt, hier, das Erste, was ihr macht, kommt zu uns, und dann, wenn das dann alles negativ ist, dann könnt ihr ja Kaffee euch holen oder rauchen oder auch euch begrüßen. Also ich habe ganz oft den Satz gesagt, bitte erst testen und dann begrüßen, weil alle so, ach, guck mal, da ist ja XY, laufe ich mal hin und so. Genau. Also es hat wirklich sehr gut geklappt und ja, war auch immer sehr schön. Morgens dann, weiß nicht, morgens um sieben waren irgendwie schon fast 30 Leute beim Testzelt, wo ich dachte, okay, was ist denn hier los? So viel. Ja. Wahnsinn. Ja, aber genau. dieses nicht vorher rauchen und Kaffee trinken, um das Ergebnis nicht zu verfälschen, das ist für mich neu gewesen. Also das habe ich weder beim DRK irgendwann mal erzählt bekommen, noch bei den Firmentests, die wir gemacht haben. Da war das eigentlich immer, wurde nie irgendwie darauf hingewiesen, dass man das durch Rauchen, Trinken, was weiß ich, verfälschen könnte. Gehörte das bei diesen speziellen Tests jetzt dazu oder ist das eine allgemeine Anleitung, die nur bei mir nicht angekommen ist? Das war für mich neu. Wo kommt das her? Also ich werde immer gefragt, ob ich geraucht oder getrunken habe, wenn ich so einen Test in einem Testzentrum mache. Also nicht immer, aber schon häufiger. Nee, und wir haben halt alle unsere... Von den Lolli-Tests. Genau, unser Vorwissen so zusammengetragen und dann gesagt, wir sind lieber einmal zu viel und zu übertrieben sicher als. Genau, ich will das gar nicht kritisieren, also bitte nicht falsch verstehen. Nee. Für mich war das nur eine neue Ansage, wo ich dachte, nicht erst einen gemütlichen Kaffee trinken und dann zum Testen gehen, ist ja doof. So. Aber okay, wenn es besser ist, dann ist es halt besser, dann mache ich auch das Bessere. Aber für mich war das irgendwie so eine Information, die bislang bei mir noch nicht angekommen war. Aber gut, wenn das bei euch anders schon auch in der Firma oder auf der Arbeit gehandhabt wurde. Genau. Ja, hier steht auch gerade im Chat, Zähneputzen darf man auch nicht. Also da haben wir auch
so eine Ansage gemacht, hier kommt doch einfach bitte ohne, also direkt aus dem Bett fallen und zu uns kommen bitte. So richtig stinkig, weil Mundgeruch riecht man ja ähnlich, weil alle Maske noch aufhaben vom Test. Also ist eigentlich alles total super. Nee, und ich fand es auch super, was Cardi irgendwie geschrieben hat zu dem Ding. Pro-Tipp, direktes Schlafen am Testzelt bringt einem morgens die beste Crossover-Podcast-Folge aller Zeiten. Das war ja wirklich so, weil so viele podcastende Menschen sich miteinander unterhalten haben. War sehr schön immer. Ach so, der hatte sein Zelt ja auch direkt da. Der hatte es direkt da, genau. Ne? Ja. Und ein Grund ist auch noch, wenn jemand natürlich dann auch duschen geht oder so und dann sich doch als positiv herausstellt, dann ist natürlich die Gefahr, andere schon infiziert zu haben, schon mal höher. Die dann auch duschen oder Zähne putzen bei den Gemeinschaftsbädern. Ja klar, vom praktischen Ablauf ist das natürlich richtig. Ich bin ja Hotelschläfer gewesen, also da kann ich jetzt überhaupt Hotelfrühstück und dann, ich habe eine halbe Stunde Weg, von daher wird das dann wahrscheinlich ausgelöst haben, was immer da vielleicht an Kaffeeresten oder so bei mir hängen geblieben ist. Aber ich habe mir jetzt das Hotelfrühstück deswegen nicht gegönnt, um mich dann halt testen zu lassen. Richtig, genau, es verstanden? Ging ja auch nur eine halbe Stunde. Also wenn irgendwer um weiß nicht, 5 aufgestanden wäre und gefrühstückt hätte, um dann um 7 zum Testzelt zu kommen, also hätte ja auch gehen können, aber die meisten sind ja direkt aus dem Zelt gestolpert und dann direkt zum Testzelt. Aber ich habe nur auf Corona getestet, nicht auf Alkohol. Das kommt dann beim nächsten Mal dran. Wer den höchsten Promillewert hat am Morgen, der hat gewonnen. Nee, verloren. Verloren. Genau. Man kann auch ohne Spaß haben. Genau. Nee, Quatsch. Kann es sein, dass Goldbrand diesmal gar nicht dabei gewesen ist? Doch, also ich habe eine leere Wort Flasche. Davon gehört. Doch. Eine leere Flasche, aber die war, glaube ich, schon halb geleert. Also es waren so die Reste von 2019, die tatsächlich hält das so angeboten lange? Worden sind. Oder waren das noch die Reste von der Goldbrand-Verschwörung? Nee, also ich glaube, auf dem Deckel stand 2019. Ach, tatsächlich. Krass. Okay. Sven schreibt immer das Datum drauf. Und genau, Goldbrand-Grillsoßen gab es. Wird gerade im Chat dran erinnert. Und Sticker, genau. So 1 bis 2 Bockcases haben jetzt auch Goldbrand-Sticker drauf. Ich lese mal gerade vor, was Fasi in den Chat schreibt. Ich war ja selbst 13 Tage vor Beginn positiv getestet und da war mir schon eine Woche vorher klar, dass ich nicht teilnehmen werde, auch wenn ich am 27. schon wieder negativ war. Das war mir alles zu heikel, dass da gegebenenfalls noch was nachbleibt und ich euch infizieren könnte. Das ist schließlich euer Highlight des Jahres. 5 bis 10 Minuten FFP2 beim Konzert ab reichten aus, um mich zu infizieren. Das war dumm. Oh, das ist aber wirklich, da hat sich Corona aber echt Mühe gegeben, genau die richtigen 5 Minuten zu treffen. Oh. Hoffentlich hast du es gut überstanden, Fasi. Aber danke, allein der Gedanke, ne, hier, ich bin zwar jetzt eigentlich wieder im grünen Bereich, aber wer weiß, was vielleicht noch an mir dranhängt und bevor ich andere gefährde, bleibe ich mal lieber zu Hause mit dem Popo, obwohl ich mich auch drauf gefreut habe. Das ist natürlich ein großartiges Denken. Klar, kann man sich nur wünschen, dass die Menschen so alle so denken. Sehr gut. Doch, da war Goldbrand. Okay, Goldbrand Christmas. Ja, genau. Vielleicht, ich bitte, also, ja, bitte. Genau, vielleicht können wir ein bisschen von dem Corona-Thema jetzt wieder ein bisschen abkommen, weil ich glaube, dass das... Ja, ich weiß, das gehört auf jeden Fall dazu, aber ne, das ist natürlich dann schon jetzt, glaube ich, dass wir dann vielleicht auf die schönen Momente für uns vielleicht mal zurückblicken. Oder was hattest du als nächstes geplant? Nee, mach mal, das ist gut. Ja, nee, also... Halbe Stunde Corona reicht, jetzt haben wir alles geklärt. Genau. Und jetzt kommen die schönen Momente. Der Corona-Test ist jetzt durch, ja. Erst die Arbeit, das Schöne war, die Probenstäbchen, die waren sehr weich. Ganz anders als die ich bisher kennengelernt habe.
Da hast du eine sehr gute Wahl getroffen. Das fand ich schon mal sehr positiv. Ja, ich hatte halt. Die taten nicht so weh. Ja, das war auch tatsächlich gar nicht so einfach. Ich hatte, wenn wir das Thema nochmal abschließen, also ich hatte beim Paul-Ehrlich-Institut halt geguckt. Das wieder beim Thema. Genau. Geguckt, was halt für, also welche Sensitivität die Tests haben und welche gut anschlagen. Und da habe ich jetzt welche gefunden. Und da bin ich auch sehr froh drum, die sogar noch bis 2024, wahrscheinlich weil die einzeln verpackt sind, haltbar sind. Gut, muss man natürlich beobachten, ob die dann wirklich noch diese Sensitivität haben und auch gegen neue Varianten dann helfen bis so einen langen Zeitraum. Aber ja, sie sind halt nicht nach einem Jahr hinfällig wie die meisten Tests gerade. Und ja, genau. Hast du jetzt noch eine Schachtel voll? Also so, oder ja, so, ich glaube, so ein paar hundert. In der Ecke liegen, nee, so ein paar hundert Tests werden wahrscheinlich noch da sein. Ich habe es jetzt nicht durchgezählt, aber gefühlt müssten, also wir hatten mal für 120 Personen eingekauft, das war schon relativ früh, so Anfang Mai, und für alle Tage, und dementsprechend sind da jetzt wahrscheinlich so 200-300 Tests noch übrig, würde ich jetzt mal schätzen. Aber ja, zur Not können wir den halt nächstes Jahr benutzen oder muss ich mal schauen, oder man kann ihn noch irgendwie loswerden. Bin ich mir noch nicht so sicher, was ich damit mache. Klebst du überall Potstock-Sticker drauf? In Holland ist so ein Festival, da kannst du die wahrscheinlich für 5 Euro verkaufen. Genau, überall noch einen Sticker drauf und dann in den Shop damit. Ja. Genau. Ja. Aber jetzt zu den schönen Momenten. Genau. Sebastian, was war denn dein schöner Moment? Oder deine schönen Momente? Oh ja, aber mehr als einen viele, gegeben. Aber genau, also mein schönster Moment, dass wir endlich mal das Podstock-Logo zum ersten Mal richtig benutzen konnten. Das Logo habe ich ja 2018 gebaut mit der LED-Matrix-Anzeige. Und 2018 haben wir es kurz eingeschaltet. Da lief dann kurz das Logo drauf. Das war's dann. 2019 stand das Logo nur an der Bühne, ohne Bespielung, weil es da einfach vom Aufbau viel zu knapp wurde. Und deswegen war dieses Jahr so für mich das einfach das Ziel, das muss dieses Jahr laufen. Komm, was soll, weil das wäre jetzt schon, das wäre schon ein bisschen peinlich, wenn das jetzt zum dritten Mal nicht ich das mitbringe und nur an der Bühne steht oder an der Bühne hängt. Und ja, es hat dann auch sehr gut funktioniert. Ich habe mich dann auch sehr gefreut, als Jan dann so selber entdeckt hat, welche Funktionen die Software hat und die Matrix dann auch sehr gut bespielt hat. Und überhaupt die ganze Bühneninstallation war ja diesmal, also ich habe jetzt schon ein paar Videos gesehen und die sehen auch ziemlich cool aus, weil dieser Waldhintergrund einfach gigantisch ist. Es gibt so ein paar Aufnahmen, wo man dann auch das Sonnensegel nicht sieht und man wirklich denkt, wir stehen mitten im Wald, und das ist schon sehr cool geworden. Ja. Oh ja. Ja, das, also war das, so. Dieses Matrix-Ding, der funktioniert hat. Das ist, warum hat das denn 2018 nur einmal geleuchtet? Ist dann irgendwas durchgebrannt? Oder? Nee, das war einfach, dass wir die Ansteuerung einfach auch zeitlich nicht hinbekommen hatten, weil das muss mit dem Laptop angesteuert werden. Und da haben wir ja also 2018 haben wir ja zum allerersten Mal die Rampe mit der Bühne aufgebaut. Das war ja Premiere dort. Das war ja auch das erste Mal Kulturherberge. Und dementsprechend war da einfach nicht die Zeit und der Fokus dafür da, einfach viel zu viel vorgenommen. Ja, ja. Und dann dann ist es natürlich wichtiger, dass das Programm ablaufen kann und dass die Sachen laufen, die wichtig sind, und das Logo war dann immer so quasi immer an zweiter, dritter Stelle, und genau das, ja. Und da kam jetzt auch dieses Jahr schon der Feature-Wunsch dann für nächstes Jahr, dass man auch selber irgendwie Texte in der Pause drauf schicken kann oder sowas. Mal schauen. Ja. So mit so einem Hashtag oder so. Also, zum Beispiel, oder Twitter-Timeline oder sowas, genau. Ja. Oh, stark. Ja, schön, das ist doch toll. Das ist so ein sehr konkretes, so ein konkretes Ding, hast du so, das hat funktioniert, das hat geleuchtet vom ersten bis zum letzten Tag, und es ist auch genutzt worden, und so soll das sein. Das habe ich mir da 3 Jahren gewünscht, und jetzt ist es endlich soweit. Das ist doch super. Das ist klasse. Aber das wird nicht dein einziges Highlight. Nein, also überhaupt Highlight gewesen. Ja, also im Vordergrund stehen natürlich auch immer die Menschen, die da sind. Natürlich viel zu wenig Zeit gehabt mit den Personen, die alle da sind. Auch wenn es jetzt nur knapp über 80 Personen waren. Davor waren wir knapp 120 2019.
Aber es sind ja immer die richtigen Menschen da und das macht dann immer total viel Spaß, auch die ganze Zusammenarbeit, weil vom Tag minus zwei oder wo wir dann anfangen oder minus eins, dass einfach alle so mithelfen, drauf hinfiebern und einfach so eine schöne Zeit miteinander verbringen, das ist immer so das Schönste. Und dieses, wenn dann auch noch technisch alles sozusagen drumherum funktioniert und man da auch gemeinsam eskaliert, wie zum Beispiel, dass wir dann das Podstock-Logo, wie wir es am Anfang mal kurz erwähnt hatten, in die Baumkrone geleuchtet haben. Da die Idee stammte vom Kohlenpott, weil er das bei einem Freund oder so gesehen hatte. Und dass wir dann da auch noch irgendwie abends dann die Zeit genommen haben, dass wir testweise umzusetzen, das war dann auch sehr schön. Also das ist auch diese gemeinsame Aktion, wertet dann mehr als das Logo, aber das ist natürlich so eine schöne Erinnerung, an die man sich dann, die man mitnehmen kann, und dann haben wir auch noch das uns am Wertsignal danach probiert. Ja. Ich fand's sehr, sehr lustig, ja, dass am nächsten Tag ein Teilnehmer dann tatsächlich ein Batman-T-Shirt anhatte. Fand ich sehr, sehr lustig. Ja. Ja. Also mein Eindruck, als ich angekommen bin Samstagnachmittag, war von dir, der Sebastian ist total entspannt. Ich kenne ihn eigentlich sonst ganz anders bei Podstock, also irgendwie so auf, in so einem Alarmmodus irgendwie oder so ein Standby-Alarmmodus ist, aber du warst total relaxed und das hat mich total gefreut. Das stimmt. Da habe ich gesagt, oh, guck mal. Ja, das fand ich schön. Ja, Stimmte der Eindruck? Ja, also samstags ist meistens immer der erste Tag, wo ich wenig, also wenn dann keine Notfälle sind oder so, dann ist das eigentlich der Tag, wo im Prinzip eigentlich alles läuft und dann im Idealfall und dann natürlich weniger zu tun ist. Das ist auch der Tag in der Aufzeichnung mit den wenigsten Schritten, die ich gemacht habe. Also das bestätigt dann schon so die Sache, dass ich dann einfach selber mehr zur Ruhe kommen konnte, ja. Okay, ja klar, das ist natürlich die Akutphase des Aufbauens und das, wo jeder nach dir schreit, was sollen wir tun, was sollen wir machen, wo sind Schraubendreher, Schrauben, was auch immer, alles ruft nach dir und dann lässt das natürlich dann, wenn die Sache einmal aufgebaut ist und einmal läuft, natürlich nach, das kann ich verstehen. Aber mich hat das so sehr, sehr gefreut, also weil das ist, es hängt ja doch immer sehr viel an dir und wenn ich dann dich entspannt sehe, freut mich das einfach. Ja. Vera, was ist dein Highlight? Hast du auch eins? Oder zwei? Also mein erstes Highlight war tatsächlich der Poetry Slam. Der war richtig gut. Also es flutschte irgendwie zwischen Jude und mir bei der Moderation. Waren alle super. Es hatten sich im Vorfeld irgendwie 7 Leute angemeldet, weil ja sonst, also freiwillig, und ich hatte tatsächlich nichts mehr zu tun, da auf dem Gelände irgendwie spontan noch Menschen irgendwie zu akquirieren. Ja, sowas. Und dann, dass der Herr Kohlenpott mir noch für den Polish Slam eine Tasche geplottert hat, und die sah auch so schön aus. Und ja, das war das erste Highlight. Dann das zweite war, dass tatsächlich wir nicht so viel Essen eingekauft haben. Also es war natürlich ein bisschen was über, aber bei weitem nicht so viel wie 2019, dass wir wirklich mal gut geplant haben und auch die Essenssachen so geplant haben, dass wenn am Vortag was überbleibt, dass man es für den nächsten Tag auch noch benutzen kann und sowas. Ja, also. Und natürlich hier Podstock so im Allgemeinen, ne? Also ich habe viel weniger drin gesessen. Also sonst kann ich mich erinnern, dass wir oft drin auf dem Sofa saßen, die Handys in der Hand hatten und also uns zwar unterhalten haben, aber die ganze Zeit irgendwie das Smartphone in der Hand hatten. Das war dieses Jahr fast gar nicht. Also das hat mich sehr gewundert. Irgendwie, ich weiß auch nicht. Aha, also es war immer ein schöner Ort. Grund? Ich weiß, ich denke mal, weil wir uns alle so lange nicht gesehen haben und so lange halt auch online gesehen haben, vielleicht deswegen, dass wir alle gesagt haben, so, ah ja, Online-Überdruss, da, ja. Online, ja. Nee, und die letzten Jahre war es halt immer so, endlich normale Leute, ne, so jetzt kann ich endlich wieder mit meinem Smartphone sitzen und niemand meckert. Und das ist mir so aufgefallen, dass das viel, viel weniger Smartphone, also
ich hätte es auch nicht schlimm gefunden, wenn die Menschen da mit Smartphone gesessen hätten. Also so, nee, aber das ist mir trotzdem aufgefallen. Also mein Akku war weit weniger oft leer als sonst. Ja. Ja. Nee, und jetzt habe ich gerade überlegt, die Hunde waren tatsächlich auch ein Highlight, weil ich habe ja wirklich eine große Angst vor Hunden. Aber die beiden, die da waren, die sind wirklich toll. Also, ja. Toll, das waren auch die richtigen Hunde. Ja, es waren die richtigen Hunde. Zu den richtigen Menschen. Und es war alles schön. Nee, ja, spült uns hier gerade noch ein Highlight in den Chat. Auch noch ein Highlight, dieses Zelt vor der Bühne, komplett ohne Bauanleitung und Ahnung haben wir das Ding aufgebaut bekommen. War eine tolle Teamleistung. Oh ja, ja, ich habe nur eine Schraube mit eingeschraubt, aber das hat schon etliche Stunden gedauert und ja, irgendwann flutschte es. Ne? So. Ja, aber wie kommt man denn zu einem Zelt ohne Anleitung? Hast du irgendwie billig geschossen bei Alibaba oder was? Sagen wir mal so, die Anleitung ist dann noch aufgetaucht. Also es gab am Anfang, wir haben ein Paket ausgepackt, wo ein Bühnenelement drauf lag, wo wir dann noch gespaßt haben. So, ja, das Paket werden wir hinterher brauchen. Das war nämlich das Paket, wo ich gesagt habe, da ist die Plane drin. Und tatsächlich ich hatte dann auch in meinen E-Mails mal geschaut nach einem PDF, da habe ich keins gefunden, nur die Statikberechnung, und wir haben dann später einfach ein YouTube-Video uns 2 Minuten angeguckt, und was 4 Minuten geht, und dann waren wir uns aber vorher schon sehr sicher, oder vor allem Anne und Inga, die da federführend quasi die Sachen schon mal so grob verteilt haben, wie es denn zusammenpassen könnte. Und ja, danach war es aber klar, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und dann, als wir die Plane als Inga die Plane ausgepackt hat, kam sie dann an, wir haben die Anleitung gefunden. Und dann musste. Ja. Ja, insofern genau. Aber jetzt ist das Zelt beschriftet und hoffentlich einigermaßen im Gedächtnis auch von uns, dass wir wissen, wie es beim nächsten Mal richtig geht. Oder ich werde auch nochmal Schrauben nachbestellen, weil die dabei waren. Die waren jetzt auch nicht so prickelnd, weil die teilweise auch zu wenig oder die falschen Schrauben mitgeliefert worden sind. Genau. Das Aufbauvideo aus dem Internet war ein Zeitraffer-Video, wurde mir zugetragen. Ja, ja, genau. Da konnte man nicht so wahnsinnig viele Details erkennen. Die Spitze muss nach oben. Mach das Dach mal hoch. Genau. Ja, aber es sah total beeindruckend aus. Also, als ich kam, war klar, war natürlich. Ich bin zu dem Zeitpunkt gekommen, als alles in sicheren Bahnen lief. Und man musste sich, das einzige Sorge, die ich dann Samstagnachmittag hatte, war irgendwie Schatten zu finden, weil die Sonne doch ordentlich brannte. Also es war ja schon sehr, sehr warm und sonnig. Aber schön, passte natürlich. Ja, und noch ein Highlight war natürlich, dass wir tatsächlich die Zeit gefunden hatten, mal ein Foto zusammen zu machen. Hätte ich ja nicht gedacht. Ja, das war schön. Ja, und dass wir tatsächlich auch noch ein bisschen da zusammensitzen konnten. Also weil ich dachte mir, jetzt sind wir alle auf einer Wiese, aber ob wir es schaffen, mal zusammenzufinden, das habe ich ja echt nicht gedacht, tatsächlich. Ja, zeitgleich auf derselben Wiese. Was, glaube ich, auch sehr schön funktioniert hat, war diesmal, wir wollten ja eigentlich auch wieder die Schiffsbar benutzen, aber dadurch, dass quasi immer so Pilgerer, WandererInnen und so weiter da auch einen Kühlschrank haben und Geld einwerfen können, haben wir gesagt, okay, nee, wir haben ja jetzt diese zweite Getränkeausgabe und dann machen wir das zur Bar. Und was ich dabei festgestellt habe, dass dadurch gefühlt alles enger zusammengerückt ist und man nicht man hat so zwei, hinterm Hof ist noch was und man sieht die Leute die ganze Zeit nicht oder die Hälfte der Leute nicht, weil die dann da woanders sind, und wir haben ja auch das Essen dann viel weiter nach vorne gezogen, und dadurch hatte man im Prinzip tatsächlich jetzt das Gefühl, man kann im Prinzip alles überblicken, und ja, und dadurch, dass drin auch wenig stattgefunden hat oder weniger, ja, war alles irgendwie so im Überblick und alles fügte sich irgendwie zusammen. Das fand ich sehr spannend. Ja, das fand ich auch gut. Also ein Vorteil auch, die Schiffsbahn nicht bespielt zu haben, war auch,
Inga und ich hatten, oder mehrere hatten ja die Zimmer auch direkt immer da bei der Schiffsbar und das war so laut manchmal und dieses Jahr halt überhaupt nicht. Das war weder hell noch laut, es war einfach angenehm zu schlafen dann. Das war schön. Ja. Bei den Zelten und hinten war auch schön ruhig die ganze Zeit. Mhm. Also man hat von der neuen Außenbühne hat man hinten eigentlich quasi nichts gehört. Es war nur den ersten Abend, wo halt noch ein bisschen Musik lief. Die hat man auch nach hinten gehört, aber ansonsten gar nichts. Super. Das ist mir auch aufgefallen, dass die Bühne, die da, die war etwas niedriger, nicht da oben auf dem Parkplatz. Und das führte dazu, dass der Schall sich nicht so stark ausgebreitet hat, war mein Eindruck jedenfalls. Ich habe da gestanden beim Reinkommen, beim Testzelt und eigentlich war das ja jetzt der Bühne mehr oder weniger gegenüber, aber es war überhaupt gar kein Problem, mich mit Kirsten da zu unterhalten in einem völlig normalen Ton, während da jetzt 30 Meter vor uns eine Spielshow ablief mit allem Klimbim, was halt bei so einer Spielshow halt dazugehört. Und ich war total fasziniert, dass der Schall da war, wo er hingehört und sonst aber nicht. Also es war super. Also das hat irgendwie auf magische Art und Weise, entweder weil die Bühne da richtig steht oder weil die Jungs da oder die Mädels die Lautsprecher richtig aufgestellt haben oder ob das alles so Absicht war, ich habe keine Ahnung. War das Absicht, Sebastian? Also, dass die Beschallung natürlich jetzt nicht weit über das Maß hinausging, sicherlich schon, aber im Prinzip haben wir sie halt ganz normal ausgerichtet. Insofern, ja, es war schon Zufall, dass das auch so gut dann geklappt hat. Also war ich auch überrascht, dass das im Prinzip das an der Stelle doch so funktioniert. Also das war ja sehr schön. Genau, aber wie gesagt, ich weiß nicht, müsste man Stefan und Jan fragen, die vornehmlich an der Bühne beschäftigt waren, ob die da noch, ich glaube nicht, dass die da noch irgendwie was gemacht haben. Also ausgemessen haben wir es sicherlich nicht, da wäre ich sicherlich dabei gewesen. Also insofern ist das dann einfach nur aufstellen und grob ausrichten und dann hat es schon so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben, ja. Vielleicht bilde ich mir das auch ein, aber ich meine, dass man auf dem Weg, wo das Testzelt stand beispielsweise, sonst nicht so, also da musste man schon deutlicher gegen die Lautsprecher ansprechen, also anbrüllen manchmal sogar, und das war jetzt gar nicht, und das fand ich insgesamt sehr angenehm, obwohl ich auch schon negative Stimmen gehört habe, die gesagt haben, ja, das führt eher so zu einer Vereinzelung. Also man kriegt gar nicht mehr so alles mit. Sonst früher hätte man sich irgendwo auf der Wiese aufhalten können und hätte alles gehört und jetzt hätte man tatsächlich hingehen müssen. Ich fand es eher positiv, aber kann man natürlich auch andersrum sehen. Also ich fand es eher positiv, weil wir konnten halt auch die Workshops und so einfach auf der Wiese quasi daneben haben und man sich trotzdem, also dass ein Workshop jetzt die Bühne unten stört, ist relativ unwahrscheinlich, aber auch umgekehrt halt nicht. Und so konnten wir halt auch tatsächlich echt alles draußen machen. Es war super angenehm. Das fand ich auch gut, weil ich hatte schon Angst, bei den Workshops immer irgendwie durch den Krach der Bühne irgendwie alles anhören zu müssen, aber es war sehr angenehm, tatsächlich, fand ich auch. Ja. Magische Schallschlümpfe waren da am Werk, das ist richtig. Ich hab übrigens noch ein Highlight, was ich vergessen hatte, aufzuzählen. Ja, her damit. Und zwar war ich ja früher damals in der Jugendfeuerwehr und habe immer gerne Schläuche auf und abgerollt. Und da wurde tatsächlich ein Schlauch-Aufroll-Workshop angeboten. Und Inga und ich haben dann gemerkt, dass wir immer noch Schläuche perfekt aufrollen können, wie wir es halt als Jugendliche gelernt haben. Also wir hatten da echt die Länge eines Fußes hatte sich aber, da gab es doch Uneinigkeit. Genau, das hatte sich dann ein bisschen verändert. Aber trotzdem haben wir es perfekt geschafft, diese Schläuche aufzurollen und das hat sehr viel Spaß gemacht. Genau. Sehr beeindruckend. Inga schreibt gerade, das Boogie-Boogie-Getanze war auch sowieso der Hit, schreibt Inga gerade. Stimmt.
Ja, und was ein Krach hat, extra gewartet, bis Boogie Boogie fertig ist. Also man nimmt dann auch noch Rücksicht aufeinander. Also, ich fand es übrigens sehr schade, dass das zwei Teile vom Ach da waren und dass es nicht die Sonderfolge Was ein Ach gab, was ich ja immer wieder anspreche, dass ich das gerne haben möchte. Was ein Ach und dann die Geschichte vom Heavy Metal. Oh ja. Was tust. Auf dem Parkplatz stand ein Auto mit Kennzeichen Och, OCH. Da habe ich schon gedacht, ach, das ist doch wahrscheinlich der Tourbus vom Ach. Der ist auch. Das fand ich irgendwie witzig. Ja, wie war das denn so für euch nach 2 Jahren Work Adventure, 2D-Welt, dann alle so wieder in der 3D-Welt vorzufinden? Und gar nicht auf dem Bildschirm, sondern so in echt und so. Ja, also ich habe schon gehört. Alle ganz oft begrüßt mit den Worten, ach Mensch, ich kenne dich doch aus dem Internet, weil ich viele, die da waren, tatsächlich nur durchs Internet bisher kannte und mich gefreut habe, endlich auch mal die Nasen in echt zu sehen sozusagen. Und es war wie, als hätten wir uns, ja, also als würden wir uns schon länger kennen. Ist ja auch so, aber halt nur online. Nee, es war einfach ja so ein bisschen wie nach Hause kommen. Und ich bin immer wieder langgelaufen, hab mir gedacht, wie krass diese 2D-Welt wirklich am Original dran war. Mhm. Das ist unfassbar. Also das ist wirklich jedes Mal wieder. Ich habe auch, wenn ich die Menschen, die so kamen, zum Zimmer gebracht habe, die noch nie da waren, und dann habe ich immer gefragt, wart ihr im Work Adventure? Und dann habe ich gesagt, ja und hier, das ist der unendliche Gang. Ach klar, natürlich, ja, kenne ich wieder. Sieht ja aus wie ja, genau. Das fand ich sehr schön. Ist er dem Spiel direkt nachempfunden? Mhm. Ja. Genau. In etwa. In etwa, ja. Nee, die Verfilmung vom Spiel, ja. Das war aber auch hier genau das Thema von Svens Poetry Slam Beitrag, ne? Also dieses 2 Jahre Leute halt nur in kleinen Kästchen gesehen. Und der Schiller hat übrigens vorhin auch im Chat geschrieben, dass das sein Highlight war. Also Svens Beitrag dabei. Ja, gut, dass du es erwähnst. Weil, also ich habe den ja nicht mitbekommen, aber gibt es davon Aufzeichnungen? Wird man das nochmal nachschauen oder nachhören können? Also es ist geplant, ja. Also es gibt eine Videoaufzeichnung und bisher haben alle Menschen, die mitgemacht haben, auch gesagt, dass wir das dann hochladen können. Wenn es dann alles so da ist und sowas, das dauert alles ja wahrscheinlich noch, aber. Also die Releases sind grundsätzlich fertig, da hat der Clemens mir eben gerade vorher noch eine Info reingereicht, Releases kommen, es ist auch alles schon fertig geschnitten, wartet da halt eigentlich nur noch auf die Release, es gibt da irgendwie wohl noch Probleme mit dem YouTube-Uploader, also es geht ja auf mediaccc.de und auf YouTube, wenn ich es gerade richtig im Kopf habe, und bei YouTube gibt es gerade noch ein Problem, da sind aber der Andi und der Sebastian dran, genau. Genau, die Wassenkrach-Folge ist schon online, weil wir die schon mal vorziehen mussten, da wir die Boogie-Woogie-Musik, da hat der Jan eine Lizenz für und da musste er die YouTube-URL schon freischalten, deswegen haben wir das mal eben vorgezogen und manuell hochgeladen. Deswegen kann man da schon mal so die ersten Eindrücke wieder nachverfolgen und es ist auch sehr schön geworden. Und wir können mit der neuen Bühne anscheinend auch sehr gute Bierwerbung drehen. das ist schon erstaunlich, wie das Gegenlicht das Bier so. Sehr schön. Ja, diese Bühne ist echt der Hit, das ist unfassbar. Ja. Du brauchst doch demnächst ein Potstock-Bräu oder so. Ja. Ja, sag das nicht gewusst. So laut, Mensch. Sag das nicht so laut. Also Roddy hatte ja sein selbstgebrautes Bier mit, aber vielleicht macht er ja mal ein Putzerbräu. Ja. Dann alkoholfrei am besten. Aber das ist schwierig, ne? Kann man selber alkoholfreies Bier machen? Ich dachte, da müsste man das schon am Ende durch so eine Membrane pressen und die hat man nicht so zu Hause. Ist das nicht so? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß es leider auch nicht. Aber was die liebe Käsebrot hier gerade schreibt, wo ist die Maus? Da.
Das finde ich interessant. Ich habe mehr Menschen umarmt als geplant. Aber bei einigen war es mir einfach ein sehr großes Anliegen und tat wirklich gut. Ich lese daraus ja. so ein bisschen, mein Plan war, niemanden in den Arm zu nehmen oder wenige oder gar niemanden, ja, wegen Corona vielleicht. Ich will nicht das Thema wieder aufmachen, aber war das bei euch auch so ein bisschen so, dass ihr im Laufe der Veranstaltung Dinge getan habt, die ihr euch eigentlich nicht vorgenommen hattet, weil die Veranstaltung euch dazu animiert hat? Also das mit dem Umarmen ging mir genauso. Und ich dachte immer, es haben ja alle ihre bunten Bändchen morgens gekriegt, dass klar war, okay, die Person ist negativ und so. Und dann hatte ich nicht mehr so eine Angst, Menschen zu umarmen. So, aha. Kam jetzt nicht so oft vor, aber genau. Also es ist weit häufiger passiert, als ich mir das gedacht habe. Aber also wie gesagt, die Gewissheit, dass wir alle negativ sind. Ja. Der Gewissheit, dass alle negativ sind, ging das besser einfach. Ja. Ja, das hatte ich natürlich auch, den Gedanken, aber ich konnte es nicht abschütteln. Also der Ansgar kam irgendwann auf mich zu mit weit offenen Armen und wollte mir auch in den Arm nehmen und ich habe dann tatsächlich gesagt, sorry, geht nicht, ich krieg das nicht hin. Habe ihm dann so meine Faust hingehalten so und doch, hat er dann auch sofort gemacht. Und ich habe mich dreimal entschuldigt, aber ich sagte, nee, ist kein Ding. Also wenn du das brauchst oder nicht brauchst oder so, dann machen wir das so, wie es für dich gut ist. Und da habe ich für mich so wirklich am eigenen Leibe mal gespürt, was es heißt, dieses Motto, was schon mal so dieses ganz erst inoffizielle Motto, come as you are. Also komm einfach, wie du bist und so, was du brauchst und so deine Bedürfnisse, da gucken wir, dass wir das irgendwie so machen, dass es für dich in Ordnung ist. Und da bin ich ja tatsächlich jetzt in dem Moment von meinem üblichen Knuddelkurs abgewichen. Das war auch nur eine Sorge, die ich hatte, dass ich irgendwie da so, wie ich in den letzten Jahren da rumgelaufen bin, das wäre diesmal unmöglich gewesen und ich musste es irgendwie anders machen, wusste aber selber nicht genau, wie ich das für mich selber klarkriege. Und da dann zu sagen, nein, bitte keine Umarmung und dann aber auch zu erleben, dass das Gegenüber sagt, ja, ist okay, dann machen wir es halt anders, ist doch gar keine Sache. Klingt so harmlos und so billig und so einfach, aber für mich war das in dem Moment so, oh, wow, es ist einfacher als erwartet. Ich bin tatsächlich in dem Moment so, also das war total positiv, das habe ich sehr, sehr positiv wahrgenommen. Diese Kleinigkeit eigentlich nur. Also das ist, weil ich, ne, ich hatte so ein bisschen Sorge, dass das dann, dass meine Vorsicht, meine Zurückhaltung dann irgendwie größere Probleme dann erzeugen würde. Aber hat gar nicht. Also das war auch am Tisch so, ich konnte nicht Schulter an Schulter sitzen. Das ging mir einfach, das war mir einfach noch zu nah. Und das wurde auch sofort akzeptiert. War zwar jetzt, es wollte eigentlich jemand neben mir Platz nehmen, weil da gerade noch ein Platz frei war und mich das erklärt und dann war es auch gut. Dann wurde einfach noch ein Tisch rangestellt oder so. Zack. Also das habe ich, ich weiß, also theoretisch, ne, ist das alles klar und Potsdok und du bekommst das, was du brauchst. Aber ich habe es tatsächlich so selber dann auch mal im eigenen Leib gespürt und war sehr, sehr dankbar dafür. Das war toll. Der Chat ist gerade übrigens bei, wenn die Essensschlange draußen einfach Maske trägt und viel Begeisterung dafür nochmal, ja, so wie selbstverständlich halt, total super. War das denn auch so? Ja. Also als es Waffeln gab, trug doch keine Maske. Naja, wenn es voll war. Ja, aber es war situationsabhängig, genau, dass das immer, wenn dann doch das einige dann Maske und dann zieht das natürlich auch so einen Effekt nach sich, oh Mensch, Maske, alles klar, Moment, Klick, ja, dann setze ich doch auch auf und genau ja, das. Ja, ja, ja. Okay, das habe ich gar nicht so mitbekommen, aber gut, ich war jetzt auch zu den Hauptmahlzeiten ja gar nicht da, richtig. Also, aber pünktlich zu den Waffeln, also... Ja, alles also das deshalb konnte es eigentlich. Ja, und dann habe ich eine zweite genommen, obwohl noch nicht alle eine erste hatten. Und dann, ich habe das aber gar nicht gemerkt. Und dann, was? Du hast schon deine zweite? Das wurde dann
noch lauter kommunizieren, als wenn es mir lieb gewesen wäre. Hast ja auch Kekse mitgebracht, dass das gleicht das dann wieder aus. Hier, nimm eine Karte. Ich hoffe. Oh ja. Wo der Stefan gerade. Zum Glück waren dann ja auch hinterher noch Waffeln übrig, ja. Das stimmt. Was denn? Wo der Stefan gerade in den Chat reingekommen ist nochmal. Genau, ich wollte gerade noch vielleicht ergänzen, meine zwei Highlights. Also einmal der eine Stefan mit Bleepy Toys. Wirklich, es war so großartig. Es war wirklich so, so großartig. Und mein zweites Highlight, der andere Stefan. Mit dem Was mit Röhren Workshop, und ich habe tatsächlich echt super cool Dinge dazu gelernt und darf auch nochmal ein ganz großes Danke. Also war richtig, richtig cool. Ja. Und wir haben meinen Röhrenverstärker, zumindest haben wir ihn mal aufgemacht und geguckt, was alles mal getauscht gehört. Und jetzt sind wir hier mit dem Schaltplan und werden da am Wochenende mal gucken und mal Ersatzteile bestellen. Sehr gut. Fein. Ich hatte schon ein wenig schlechtes Gewissen, wenn ich im Keller zum Zähneputzen die Maske abnehmen musste. Ja. Zähneputzen nur draußen. Ja, oder mit so einem extra Loch für die Zahnbürste. Die Maske. Ja. Gott. Ich habe meine gesehen, da war ein Loch drin zum Zigarette rauchen. Was ja auch irgendwie so ein bisschen. Ich habe mal eine gesehen mit einem Schlitz. Mit einem Schlitz drin, damit. Wenn man redet, die Maske nicht so stört. Ja. Genau, ich habe noch ein Highlight absurd. Vergessen, was ich, dass wir so viele Menschen da hatten, die auch beim Team Verpflegung so selbstverständlich einfach mitgeholfen haben und die man dann auch für Sachen ein bisschen einplanen konnte, obwohl sie eigentlich nur für ein Gericht mithelfen wollten und so. Vielen Dank nochmal dafür, das war sehr, sehr nett. Ja, wie hat das denn so überhaupt geklappt? Also ich habe mindestens eine kritische Stimme gehört, die in die Richtung ging, Auf- und Abbau machen jetzt ja dann doch schon immer die gleichen. Und das ist ein bisschen doof, wenn sich dann diejenigen verschleißen, die guten Willens sind, weil doch nicht alle mit anfassen. Da musste ich mich erstmal in die eigene Nase fassen, weil ich auch nur so reingeschwirrt und wieder rausgeschwirrt und ich glaube, ich habe mal einen Teller weggetragen, aber mehr habe ich eigentlich auch nicht getan. Aber das klang schon so eher so ein bisschen verbesserungswürdig. Ist das irgendwie bei euch auch angekommen oder war das alles eigentlich so in Ordnung? Die Mitwirkung, die Mithelfen, also das Mittun. Sebastian, du hast ja vielleicht den besten Überblick. Also wir haben jetzt nochmal ein finales Orga-Meeting, deswegen weiß ich da noch nicht alle Details, weil ich kriege ja auch nicht mal alles mit, wie rund oder unrund es an einigen Stellen dann gelaufen ist. Aber im Großen und Ganzen würde ich schon sagen, dass es funktioniert hat. Aber klar, es gibt dann immer irgendwo Engpässe, gerade je nach Programm kann das natürlich auch bedingt mal sein oder dass irgendwelche Schichten nicht vergessen worden sind. Es ist immer schwierig, da natürlich, dass auch alle Bereiche immer gleich gut abgedeckt werden, das ist richtig, ja. Wir müssen noch mal gucken, ob es da jetzt wirklich ganz, ganz schlimme Sachen gab. Mir wären jetzt zumindest keine großen Schwächen bekannt gewesen, sondern das haben viele wirklich mit angepackt. Wir haben auch versucht, immer wieder darauf hinzuweisen, aber verbessern können wir uns sicherlich immer an den einen oder anderen Stellen, würde ich jetzt mal sagen. Ich sage mal so, wir haben schon Anfragen bekommen von Menschen, die gern nächstes Jahr auch ein bisschen helfen wollen, die Schichten ein bisschen besser besser anzutreiben, sagen wir es mal so. Das klingt ja gut. Das klingt ja genau im Gegenteil dann. Es wurde beobachtet und auch Kritik angetragen, aber auch nicht so, hier macht mal was, sondern ich wäre bereit, euch zu helfen, sagt mir nur Bescheid, ob ihr das möchtet. So, und das ist wieder hier, Potsdok ist, was ihr draus macht, finde ich doch schon sehr cool irgendwie. Ja. Ich habe übrigens ein drittes Highlight vergessen, eben gerade noch zu erwähnen. Das darf natürlich nicht vergessen werden. Die Onigiri vom Anim, die waren so lecker.
Der Onigiri-Workshop, der war echt auch wieder so lustig. Da haben wir tatsächlich am Nachmittag noch geschafft, dazu noch eine Folge aufzunehmen. Das war auch sehr schön. Mal wieder so spontan podcasten. Wäre ja echt ein bisschen aus der Übung. Klär mich doch mal eben auf, was sind denn Onigiri? Onigiri, oder wie das heißt? Japanische Reisbällchen quasi, die man mit Füllung machen kann. Und so praktisches Mitnehmen, Essen, was so in so Bento-Boxen reinkommt. Und da gibt es nämlich auch die Vorgeschichte dazu, dass wir uns vor ein paar Wochen einen Reiskocher angeschafft haben und wir hatten auf Mastodon nämlich dann hin und her diskutiert und der Arnim hatte vorgeschlagen, wir können ja jetzt dann auch Onigiri machen. Also ich habe keine Ahnung. Und dann ploppte plötzlich dieser Onigiri-Workshop da auf dem Potsdam. Ach so. Also okay, jetzt muss ich natürlich lernen, wie man das ordentlich sachgerecht macht. Richtig. Jetzt muss ich das zu Hause auch üben. Da, am Freitag, wann war denn das? Ich werfe mal einen Link in den Chat. Um 11 Uhr draußen. So, ich habe mal eine Entdeckungsreise. Irgendein Rezept von einer großen Suchmaschine in den Chat geworfen. Ich habe keine Ahnung, ob das gut ist, aber so sahen die Dinger aus, die aufs Buffet noch gestellt worden sind, kurz vorm Abendessen. Genau. Und stimmt, der Frühstückskäse, der war auch super. Es gab einen Käse-Workshop. Wir sollten viel mehr Essens-Workshops vielleicht noch machen. Das war auch super. Beim letzten Mal mit dem Brot auch schon funktioniert. Wir haben Brot gebacken und das dann halt auch aufs Buffet geworfen. Ja, eben. Also deswegen sage ich ja immer, also wenn es so Workshops gibt, also nicht, dass wir das einplanen als festen Bestandteil, weil es kann ja sein, dass das Brot dann anbrennt oder der Sauerteig nicht richtig aufgeht oder sowas, aber dass man das so als dazu noch einplant, irgendwie so ein bisschen, und dann gibt es halt noch, wenn es klappt, noch einen Käse dazu. Ist doch super. Also. Ja. Oder weiß nicht, vielleicht wird ja nächstes Jahr wirklich Bier gebraut und zumindest der Anfang oder so. Ich weiß ja gar nicht, ich kenne mich damit nicht aus. Ich erwarte ja eher so ein Feuerlösch-Workshop. So. Ja, Verhalten im Brandfall, Teil 1. Ja. Schadet auch nicht. Wir hatten zumindest beim Survival-Workshop, sag ich jetzt mal, von den zwei Paar Socken, hatten wir ja zumindest beigebracht gekriegt, wie man Feuer macht. Also Feuer, was Wasser, dabei Stopp, haben. Brot. Das, das ist eine schöne Aufzählung. Okay. Und die haben auch alle stattgefunden, die hier in dem Plan stehen. Da ist nichts ausgefallen. Ich meine, das ist ja doch erstaunlich viel. Ja, soweit ich weiß, ist nichts ausgefallen. Also es gab sogar noch ein paar mehr Sachen, die noch zusätzlich, wenn ich jetzt höre, das ist noch eine Podcast-Aufnahme und ich glaube, der Aufräumen-Podcast hat, glaube ich, auch noch was aufgenommen zwischendurch. Und ja, das Udo hat nicht so von uns angestiftet. Ja, die haben leider nicht das komplette Aufräumen des Podstocks übernommen und daraus eine große Sonderfolge gemacht, wie ich es angemerkt hatte. Also das prangere ich ja so ein bisschen an. Ja. Ich bin mal sehr gespannt, ob da irgendwas draus geworden ist. Also seine Idee war ja, dass auf der einen Seite die Bühne abgebaut wird und das sozusagen per Podcast begleitet wird und auf der anderen Seite irgendwie Johannes und er, also Udo und Johannes, irgendwo anders was abbauen und das dann aufnehmen und dass das irgendwie gemeinsam in eine Folge vom Aufräumen-Podcast dann zusammengeschnitten wird. Und ich habe dann von ihm den Auftrag bekommen, dass ich diese Bühnengeschichte da irgendwie verfolge und dann bin ich eine Stunde lang hinter den Abbauenden hinterher gehoppelt wie so ein Hase und habe denen dauernd das Mikrofon unter die Nase gehalten. Die waren aber erstaunlich redefreudig. Also erst hatte ich überhaupt keine Lust. Sehr schön. Erst hatte ich null Lust, aber mit der Zeit wurde das immer witziger und das fluppte alles so gut und hat dann am Ende richtig, richtig Spaß gemacht. Jetzt ist nur die Frage, ob das alles so vom Audio überhaupt vernünftig hörbar ist und was Udo daraus zieht aus dem Material, was wir da gemacht haben. War sehr nerdig. Also das sind einige Bisamratten über die Bühne. Ja, sehr gut. Das kann man nicht anders sagen. Das kann man nicht anders sagen. So, noch einmal ein kurzes
Mengeneinschätzung. Also rund 80 Leute waren da. 81, glaube ich, hattest du gesagt, Sebastian. Aber beim letzten Mal 120. Das heißt, ungefähr würde man sagen, zwei Drittel von dem, was beim letzten Mal, als es da war, realisiert wurde. Bist du damit zufrieden? Kriegst du da eine schwarze Null zusammen? Wie ist deine Kalkulation? So, kannst du schon was sagen dazu? Ja, es sieht erstmal ganz gut aus, weil auch einige wieder etwas höherpreisige Tickets gekauft haben. Und ich muss es noch zu Ende durchrechnen. Aber ich denke, wenn, dann dürfte die Differenz jetzt nicht sehr hoch sein. Auch wenn Dinge natürlich teurer geworden sind. Also tatsächlich haben wir zum Beispiel Getränke und Lebensmittel sind zwar ungefähr die gleichen Kosten wie 2019, aber auch immerhin fast 40 Personen weniger. Das heißt natürlich, da ist durchaus eine Preissteigerung gewesen. Also insofern ja. Aber wir haben es ja schon im Vorfeld schon gewusst, dass es wahrscheinlich alles ein bisschen teurer wird und die Ticketpreise anheben müssen. Insofern denke ich, dass wir da ganz gut dabei sind und jetzt nicht ganz so schlecht dastehen werden. Aber ich muss es noch final abrechnen, weil mir auch noch so ein, zwei Rechnungen noch fehlen, aber ja. In dem Überraschungs-Closing-Lied wurde das ja auch thematisiert. Es ist zwar teuer, aber, und dann kam irgendwie, ich musste so lachen über diese Zeile. Ich habe nicht, kann mich an nichts mehr erinnern, außer dass das betont wurde, dass es teuer ist, aber seinen Wert hat, seinen Preis wert ist. Das fand ich irgendwie sehr witzig. Gibt es die Zeile ja auch. Es ist zwar etwas teurer hier, dafür ist man unter sich. Ja, das ist natürlich wieder meiner Kulturbanausigkeit geschuldet. Der Kohlenpott sagte mir, da haben wir mal gleich eine Überraschung, das erkennst du wieder, wenn wir das machen. Und ich habe natürlich nichts wieder erkannt, weil ich bin überhaupt nicht auf dem Laufenden, was Pop oder wo auch immer das jetzt herkommt, so für was gerade so en vogue ist hier. Ich fand es ein schönes Lied und die was sie da gemacht haben, also es haben sich irgendwie 5 oder 6 Leute auf die Bühne gestellt und haben einen neuen Text auf ein bekanntes Lied gesungen. Offenbar. Das bekannte Lied ist aber auch nur so ungefähr 30 Jahre alt, ist alles gut. Wie heißt denn das? Sag mal, wie heißt das denn eigentlich? 30 Jahre. Westerland. Wo? Westerland? Westerland. Das war Westerland. In meinem Kopf heißt es Westerland. Ich glaube, es heißt auch tatsächlich Westerland. Ja. Okay. Von Die Ärzte. Okay. Ja. Von Die Ärzte, okay. Ja, sagt man das so. Das war damals Tanzschulzeit. Bei mir war Hugo Strasser. Jetzt gib mich schon klar, wieder mit deinem Vorsprung an. Manno, oh Gott. Komm doch nie hinterher. Okay. Nee, da kommst du nie hinterher. Also, Wir haben noch auf D-Mark getanzt. Ich auch. ist schon klar. Okay, also ich hätte es vielleicht erkannt, wenn ich Die Ärzte kennen würde. Also nicht nur als Name, sondern eben auch ihr Övre, aber habe ich natürlich nicht erkannt. Und dann ist diese Zeile, es ist zwar teuer, aber dann gehört das auch dazu. Okay, dann ist das gar nicht so. Ich dachte, das wäre so eine kleine Spitze in Richtung Sebastian. Oder nicht Spitze im Sinne von, wir wollen dir ja sagen, mach das mal billiger, sondern hier bekomme ich was für mein Geld. Ich muss jetzt mal ein bisschen was hinlegen, aber ich kriege auch was dafür. So, das ist ja, wenn das Geld was wert ist, ne, dann bekommt es ja dann eben auch einen Sinn. Achso, der Kohlenpott schreibt gerade, ich möchte betonen, dass wir von es ist auch ziemlich teuer, dafür sind wir unter uns, umgedichtet haben, es ist auch gar nicht teuer. Oh, das habe ich nicht verstanden, aber das liegt wahrscheinlich an meinen schlechten Ohren. Wo kann ich denn den Originaltext mal nachlesen, damit ich nicht weiterhin so Unwahrheiten erzähle? Westerland ist uralt. Westerland-Text, Ende. Das ist doch gar nicht teuer. Na, aber das ist ja, also das hat ja sogar Sebastian in den Podcast-Folgen erwähnt, dass es durchaus etwas teurer ist als im Jahr davor oder vor 3 Jahren davor. Ja, wobei, wenn man natürlich jetzt inflationsbedingt schaut, wahrscheinlich ist es dann im Verhältnis zu anderen Preisen natürlich, gleicht es sich dann natürlich auch wieder an. Ne? Ja, das
Okay, also alles, was ich in den letzten 10 Minuten gesagt habe, das können wir hier herausstreichen. Das ist alles Quark. Okay, ich habe den Text falsch verstanden, habe falsche Schlüsse gezogen und lasse mich jetzt hier gerne eines Besseren belehren. Dann halte ich mich raus von Texten, die ich gar nicht kenne. Es ist übrigens von 1988. Geste war schön. Das ist nämlich, es ist nicht so einfach, sich einfach irgendwo hinzustellen und loszusingen. Also das erfordert einiges an Mut in der Buchse und das haben die gehabt. Das fand ich total gut. Und das ist wirklich, das war auch wirklich sehr großartig. Das war wirklich, wirklich cool. Jetzt kommt hier. Es springt hier gerade mein, oh Gott. Also es war zwar nicht jeden im Tag Stream wegen GEMA und so weiter, es gibt aber eine Aufnahme davon, also es gibt einen Director's Cut und über den bestimmt dann der Sebastian. Ja, da müssen wir nochmal schauen, was wir damit machen. Müssen wir nochmal das Rechtliche klären, wie das genau ist. Ich mit solchen Covern, ich weiß es nämlich noch nicht. Und genau. Ansonsten können wir das ja im Zweifelsfall beim nächsten Mal im kleinen Rahmen einmal vorführen oder so. Ich möchte Ramonster zitieren, 150 Euro für ein Wochenende mit All-Inclusive, Essen und Trinken ist wirklich nicht teuer. Ja, das stimmt. Ja. Stimmt. Republika-Ticket ist teurer und Corona inklusive, ja. Genau, und da ist kein flaches Essen drin. Das auch nicht. Und Trinken auch nicht. Weder Essen noch Trinken. Und es gab Mio-Mate. Ja, das ist der Mate-Kalypse zu verschulden, dass genau. Wir Mio-Mate noch besorgen mussten. Also ich fand's großartig. Es haben sich mehrere Menschen gefreut. Also ich habe auch nur positives Feedback gehört. Niemand hat sich beschwert, dass es keine Club-Mate gab. Deswegen haben wir doch alles richtig gemacht. Und vielen Dank nochmal Anne, die sich drum gekümmert hat. Die schmeckt nicht ganz so aggressiv, ne? Diese Mio-Mate. Also ich habe eine Flasche genommen, weil ich dachte, ach schade, keine Club-Mate da, muss er wohl das nehmen. Aber war jetzt nicht, war ganz okay. War lecker. Vielleicht sollte ich die Mio-Mate wirklich doch nochmal probieren, weil Udo sagte ja mal zu mir, man muss 3 Flaschen getrunken haben, damit man es mag. Ich habe nicht mal eine halbe geschafft. Vielleicht sollte ich mal die Mio auch mal probieren. Vielleicht schaffe ich ja davon 3 Flaschen. Vielleicht aber besser nicht am Stück. Nee, ich habe schon die Clubmate Globuli von Sascha genommen und konnte da echt die Nacht nicht schlafen. Aber ich habe so 3 von den extra starken genommen. Nein, Quatsch. Das war wirklich, weil zu viele Eindrücke und zu spät ins Bett und so. Aber ich habe natürlich den Globuli die Schuld gegeben. Eine Sache müssen wir noch erwähnen, wo wir gerade von Gate gesprochen haben. Was ist denn mit dem Pippi-Gate? Ach, das Pippi-Gate. Ach ja, das war auch Samstagnacht, weswegen wir nicht so früh ins Bett konnten. Irgendwann kam, ich weiß gar nicht, Kirsten kam zu mir und sagte, komm mal mit, das Klo läuft über. Bei den Toiletten im Schlaftrakten ist eine Toilette übergelaufen. Im Laufe der Nacht kamen dann, glaube ich, noch 2 weitere dazu. Dass wir die sperren mussten. Es lag wohl daran, dass es zu viel Klopapier benutzt worden ist. Also nicht das Falsche oder so, sondern einfach zu viel. Was sich wohl auch nachts in den Rohren dann aufgelöst hat. Also das würde zumindest erklären, warum es nachts irgendwann ein Geräusch gab, 2-mal hintereinander. Bei Inga und ich haben direkt gegenüber vom Klo geschlafen. Es war ein sehr lautes, schlotziges Geräusch und wir hatten Angst aufzustehen, weil wir dachten, es wäre halt genau andersrum. Dann haben wir gesagt, nee, komm. Ja, und dann sind ganz wir morgens still, noch ganz rein. Ganz still liegen bleiben. Bloß nicht. Ich habe wirklich davon geträumt, nicht dass das Wasser nachts bei uns ins Zimmer läuft. Also es war dann direkt andersrum, dass das Wasser scheinbar da dann abgelaufen ist, statt nach oben gedrückt. Also es wurde einfach Wasser nach oben gedrückt Richtung. Es kam nicht oben raus aus der Schüssel, sondern wo halt das Klo auf dem Boden befestigt ist, da hat es rausgedrückt. Bis so ein Waschbecken wir mussten dann schön mit Flitschen, wie heißt denn Flitschen in echt, die so diese
Wischer so da. Bodenabzieher. Gummibodenabzieher. Ja. Gummibodenabzieher. Flitsch. Weil ich dachte irgendwann Flitsche und irgendwer fragt, was ist das denn? Genau, also in so einem Bodenabzieher haben wir dann und den Boden noch gewischt und noch Handtücher und Zettel noch geschrieben und ja, dann mussten wir halt Samstag nachts und Samstagmorgens mussten allesamt im Keller auf Toiletten, auf die Toiletten gehen. Wir hatten die Toiletten dann einfach zu Unisex-Toiletten deklariert, haben gesagt, hier Hauptsache, es steht hier, entsteht hier keine Schlange und alle müssen warten, sondern bitte geht einfach irgendwo auf Toilette. Ist eh viel besser. Genau. Und dann war es aber wieder erledigt irgendwann. Es wurde dann noch nachgeguckt. Das heißt, die ging dann am Sonntag wieder. Denn die ging dann, also es wurde noch von der Kulturherberge aus nochmal nachgeguckt, aber ich glaube, da war schon wieder ja, da war alles wieder gut. Alles. Genau, morgens wollte ich es dann nicht nochmal probieren, weil es also abends dann immer, wenn man gedrückt hat, halt wirklich dann irgendwie mit einer Viertelstunde Aufwischen verbunden war. Darf ich nochmal probieren? Nein! Oh ja, Gott. Also eine Toilette war dann auch ab Sonntag noch gesperrt. Ich glaube, das war dann auch von Seiten der Kulturherberge, also weil ich dachte erst, da, ja, keine Ahnung, also eine Frauentoilette war gesperrt bei uns im Schlaftrakt. Dann noch. Ja, Kohlenbrot schreibt gerade, hatte mich eh gewundert, dass nicht generell Unisex-Toiletten sind. Ich habe allerdings, persönlich hatte ich so das Gefühl, was ist denn jetzt mit diesen beiden Pissoirs, die da direkt vor den Kabinen stehen? Also kann ich es einer Frau zumuten, dass sie da die Kabine benutzt, rauskommt und sieht, dass ich da am Pissoir stehe? Das war mir irgendwie so eine doppelte Überlegung wert und so richtig wohl habe ich mich dann da nicht gefühlt, weil ich dachte, jetzt, also mir macht das nichts aus, aber wie ist das für den Anblick also so? Ich weiß, dass es mit den Pissoirs beim Kongress auch schon mal geoutet war, ne? Ja, also ich finde den Anblick gar nicht schlimm irgendwie, wenn Männer am Pissoir stehen. Ich habe dann tatsächlich genau den gleichen Gedanken und denke so, oh Gott, ich will jetzt nicht stören beim Pinkeln, so, weil die stehen hier und jetzt komme ich da rein und so und jetzt will ich nicht stören. Ja, das ist ein bisschen doof. Also ich bin auch in der Männer Dusche in Tüdelchen, bin ich auch duschen gegangen, weil ich mir denke, da ist eine freie Dusche. Ich warte doch jetzt nicht, bis meine Dusche frei ist. Und dann bin ich einfach, ja, und ich wäre auch, wenn die Frauentoiletten mal besetzt gewesen wären, waren sie nie, wäre ich auch mal zur Männertoilette gegangen. Also hätte ich wahrscheinlich auch, ja, das haben wir, glaube ich, weil das so vorgegeben ist da und haben es halt nie geändert. Wahrscheinlich ist es wirklich eigentlich scheißegal, aber ja, keine Ahnung. Ja, eigentlich ist es scheißegal und ich habe dann auch so gedacht, mein Gott, wenn wir jetzt eine Busreise machen würden und dann springen die Männer aus dem Bus und stellen sich da alle irgendwie ins Gebüsch, ist ja auch nicht großartig anders und dann laufen die Frauen halt auch da rum. Aber irgendwie habe ich gedacht, bist du jetzt eine Zumutung, wenn du das tust? Und ja, vielleicht sollten wir das auch in dem Dingens, also weil es ja nicht nur Männchen und Weibchen gibt, quasi einfach das nächste Mal wirklich alle zu Unisex-Toiletten machen und gut ist. Das haben wir einfach gar nicht bedacht. Also erst dann, als es dann wegen der Überschwemmung so sein musste. Ja. Und vielleicht kann man da ja einfach vor die Urinale irgendwas davor hängen, irgendwie, dass man so ein bisschen abgetrennt ist. Also damit sich beide Seiten wohlfühlen oder alle Seiten, dann keine Ahnung. Damit ich nicht denken muss, wenn das kommuniziert ist, wenn das für alle klar ist, ist ja gut. Ja, also ne, dann die das dann nicht mögen, können in die Kabine gehen. Aber oder die eben gehen in das die andere Toilette. Die, ja, genau. So. Also ich merkte da so eine gewisse Unsicherheit bei mir aufkommen in dem Moment. Ja. Also ich hätte da auch eher das, was die Vera gerade gesagt hatte, mit dem jetzt hier gerade nicht stören Ding. Aber also ich hätte da jetzt auch grundsätzlich kein Problem damit. Also auch hier diverse große Motorradtreffen und so weiter, bevor du da halt irgendwie mit den 200 Frauen da irgendwie Schlange stehst vor dem Klo, kannst du dann halt das Ganze halt auch easy parallelisieren. Ne? Und da haben wir das dann halt auch immer gemacht. Das ging ja auch total gut. Also da würde ich dann eher so die Praktikabilität
hinten Vordergrund rücken. Genau. Ja, nur dass also das irgendwie keiner hinterher sagt, ah, es war mir aber unangenehm und ich habe mich da irgendwie, was weiß ich, an dem Anblick, was es war ein Problem. Aber wenn es kein Problem ist, ist ja gut. Wenn wir alle da einigermaßen im gleichen Spirit unterwegs sind, dann ist es ja kein Problem. Mhm. Was? Der Märchenwald ist keine Toilette? Ja, ja, hier werden Klogeschichten. Das müssen wir jetzt nicht verfolgen. Im Detail. Alles klar. Ja, okay. Ich glaube, wir haben so ein ganz schönes Kaleidoskop vom Podstock gemacht. Ich habe persönlich die super Erfahrung gemacht, dass mein Unbehagen, ich bin mit etwas Unbehagen hingegangen, weil ich wirklich nicht wusste, wie funktioniert das, wie funktioniere ich, wie komme ich mit den Menschen klar, wie komme ich mit der Situation klar. Und das ist alles viel einfacher gewesen, als ich das für mich in meinen Bedenken mit mir rumgetragen hatte. Und ich weiß, dass ich in der Nacht von Samstag auf Sonntag ganz wilde Träume gehabt habe. Und das mit Sicherheit, weil ich da so viel Inspiration mitgenommen hatte. Mhm. Und ich habe es echt nicht bereut, dass ich da gewesen bin. Also eine Stippvisite zu machen, so wie ich es gemacht habe, war für mich jetzt nach 2 Jahren Rückzug, war genau richtig. Aber es hat mir einfach gut getan. Also mir hat Potsdok gut getan. Das kann ich sagen. Mir hat es gefallen, hat mir gut getan. Mhm. Und die Leute waren immer noch gut. Immer noch vom Spirit. So wie das einfach so in guter Erinnerung hatte. Oh ja. Also es war von den 2 Wochen unterwegs, war Potsdok wirklich die 4 Tage Urlaub. War richtig, richtig schön. Ja, weil hier nochmal das Wetter erwähnt wird im Chat, tatsächlich natürlich ein glücklicher Zufall, dass das da jetzt nicht geregnet hat. Sonst wäre es vielleicht ein bisschen schwieriger geworden. Hm? Genau, es hat dann nur an den Tagen geregnet, also Sonntagabend hat es gewittert und Donnerstagabend, glaube ich. Aber Donnerstag ist das Gewitter wirklich an der Wernershöhe quasi einmal vorbeigezogen und am Sonntag, als wir gerade die Handtücher zum Trocknen die Trockentücher zum Trocknen aufgehangen haben, da hat es angefangen zu gewittern. Naja. Gibt es ein super Bild von. Ich habe heute mal kurz durch diese Bilder gescrollt. Das sah total gut aus. Herrlich. Mhm. Herrlich, herrlich. Ja, genau. Da, wir hatten die gerade aufgehangen, da hat es wirklich dann ein bisschen geschüttet, aber es war auch nicht lange, aber es war natürlich direkt. Aber ich glaube, die Handtücher waren am nächsten Tag trocken. Ich habe die gar nicht mehr. Ja. Naja. Ja, und jetzt kommen wir zur wichtigsten Frage. Sebastian, hast du den Sprinter denn schon ausgepackt gekriegt? Ja, ja, der ist ja schon längst wieder abgegeben. Was auch wieder lustig war, ich musste dann den Nachttresor benutzen, weil die gerade zur Mittagspause oder irgendeiner anderen Pause waren. Da war ich sehr froh, dass es diesen Nachttresor zum Abgeben wenigstens gab und ich dann nicht noch eine halbe Stunde oder Stunde warten musste. Ja. Ja, das stelle ich mir ja eigentlich immer als die relativ schlimmste Situation vor, dass du dann mit dem ganzen Gezumpel da stehst und alleine bist. Ja, solange das da auf dem Platz mit 10 Helferinnen und Helfern dazu gegangen ist, ist das ja einfacher. Aber wenn du da ganz alleine stehst. Nee, also mein Bruder hilft mir ja und tatsächlich waren wir jetzt, ich habe am Montag schon einen Großteil abgeladen direkt, eine Stunde lang und dann vielleicht noch eine halbe Stunde am Dienstag. Also abladen geht immer einfacher als aufladen, weil nur eine Stunde? Ja, weil du, wenn du weißt, wo die Sachen ungefähr hingehören, ich meine, wir haben sie jetzt natürlich jetzt auch nicht alles einsortiert, aber halt einfach nur runtertragen, das geht dann relativ schnell. Tatsächlich war ich auch ein bisschen überrascht. Ja.
Ja, okay. Ja. Aber ein bisschen geschlaucht hat es dich dann schon. Weil ja, ich hatte das ganz am Anfang so ein bisschen rausgehört, dass du sagst, du bist auch nicht mehr so ganz das geübt gewesen. Also etwas mehr Spuren hat es hinterlassen als vor 2 Jahren. Vor 3 Jahren. Vor drei Jahren war schon ein bisschen anstrengender, weil alles viel kürzer und dann hatten wir aber trotzdem noch einen Tag länger Veranstaltungen, aber wir hatten weniger Zeit zum Aufbau. Das war insofern schon ein bisschen anstrengender und die ganze Situation drumherum für mich war ja auch eine andere und ja. Deswegen lässt sich das schwer vergleichen, glaube ich. Klaro, ja. Nee, das also war gut. Diesmal schon ein bisschen entspannter, weil ich natürlich auch länger aufladen konnte und auch schon mal ein bisschen besser planen konnte, aber ja. Nee, ansonsten so vom Körperlichen war ich sehr überrascht, dass es dann doch bei mir ganz gut geklappt hat. Man ist ja auch ein bisschen raus und aber ja. Versteht ihr, das 4 Stunden Aufbauzelt war auch in 45 Minuten abgebaut. Ach so, ja, abgebaut, ja. Genau. Ja, Abbau geht, manche Sachen beim Abbau gehen tatsächlich schneller. Das ja. Gibt auch da gibt es auch ein sehr schönes Foto, wo alle so stehen, als würden sie in der Straßenbahn sich festhalten. Schön. Sehr schönes Foto. Das war der Straßenbahn-Workshop, genau. Ja, so hat ja, genau. Der ÖPNV-Workshop. Allerdings, es wurde schon angemerkt. Wie benutze ich mein 9-Euro-Ticket? Es wurde schon angemerkt, dass wir die Masken vergessen haben. Und so hat vor ein paar Jahren der Knoblauch-Zwischenfall begonnen, über den wir nicht reden. Auch so mit Okay. Gut. Ja, dann machen wir doch ein Häkchen dran am Podstock 2022. Ja. Aber nur ein kleines. Also ich meine, wir müssen es schon noch bis zum nächsten Jahr jetzt so weitertragen können. Ja. Also nicht also komplett abhaken. So, jetzt gibt ja noch nein, nicht, noch nein, nein, nicht abhaken im Sinne von, das war es jetzt und nie wieder oder so. Nein, nein. Nur für diese, für diesen ja. Drücken wir mal die Daumen, dass nicht wieder eine Pandemie oder so eine neue dazwischen kommt. Ja. Und wenn, dann sind wir ja schon geübt. Dann gibt es auch Tests für die, was weiß ich was. Auch genau. Was auch immer kommt. Nein, alles wird gut. Also ich glaub, und Winterpotsdam kommt ja vielleicht auch dann noch. Ja. Ja, genau. Das Irgendjemand schrieb doch vorhin auch, kann ich das Work Adventure nochmal sehen? Also vielleicht dann ja. Lass mal gucken, ja. Es werden ja auch kleine Sub-Podstocks gemacht. Also das hier, was in Husum stattfindet, ist ja auch schon im Prinzip Deichport. So ein bisschen was. Deichpot, dann hatte doch der Sven auch mal irgendwas auf dem Bunker. Wie hieß das? Bunkerpot oder was? Bunkerpot, genau. Dann gibt es vom anderen Sven das Pottnuffeln. Ja, richtig. War das noch neu, ne? Oder? Das gab es schon häufiger. Gab es auch schon länger? Ja. Kriege ich ja gar nichts mehr mit hier. Genau. Also so kleine Überlebenseinheiten, dass man das bis zum nächsten Mal dann gut durchhält. Mhm. Schön, schön. Also, ich mache jetzt aber an diese 2022er Hauptgeschichte einen Haken, jedenfalls in der Nachbesprechung. Ja. Und falls ihr nicht noch irgendwie ein Highlight habt, was ihr nicht erwähnt hattet, was ich jetzt vergessen hätte abzufragen. 3, 2, 1. Das ist nicht der Fall. Gut. Spielshows sind nämlich sehr beliebt, habe ich gemerkt. Und auch sehr gut. So, dann hätte ich noch ganz zum Schluss hier das Technikthema, ich glaube, das nehmen wir nächsten Monat rein, weil das ist, glaube ich, vom Lars. Oder willst du das jetzt noch ansprechen, Sebastian? Nee, das muss vom Lars sein. Da habe ich jetzt tatsächlich gerade, müsste ich mich erst schlau machen. Hab das Gerät auch nicht. Also ja, das, genau. Das sollte der Lars dann lieber. Dann würde ich jetzt zum Schluss noch zu den Blütenschätzen kommen, denn wir haben einen zugeschickt bekommen als Kommentar. Habe ich gerade erst gesehen, Entschuldigung. Und ich habe selber einen, den ich nennen und erwähnen möchte. Hat von euch noch jemand einen Blütenschatz? Dann nehmen wir die vorweg. Das habe tatsächlich gehört. Mittlerweile eine oder zwei richtig gute Podcast-Folgen zu Finanzthemen gefunden oder die sind gekommen in den letzten Wochen.
Aber ich habe vergessen, sie mir zu notieren. Also muss ich es beim nächsten Mal nachreichen. Aber meine Blütenschatzsuche hatte zwischenzeitlich ein Ende. Ich suche sie dann nochmal raus. Also du weißt jetzt, wo du dein Gold lagerst. Genau, ich habe jetzt nur durch Hin- und Rückfahrt ist meine Gehörtliste deutlich länger geworden. Jetzt muss ich da mal durchscrollen. Genau. Okay. Vera, hast du irgendwas? Das Spotstock. Ja. Als solches. Da haben wir jetzt, vielleicht noch das... Ich habe ja vorhin erzählt, dass ich vorm Potsdok noch todesmutig auf einem Konzert war in der Festhalle in Frankfurt von Pearl Jam. Und das war auch sehr schön, weil ich dann festgestellt habe, dass, wie lang war es? 2007, das letzte Mal gesehen habe, was tatsächlich sehr lang her ist. Und es war sehr schön. Also mit FFP3-Maske und Abstand und um uns herum zum Glück auch viele mit FFP2. Aber das muss ich sagen, war mein Blütenschatz, weil sie auch einige Lieder gespielt haben, die ich lange nicht gehört habe oder noch nie live. Und das war schön. Auch mit der Gefahr, dass ich mich da anstecke. Aber wie gesagt, wir haben alles getan, um uns bloß nicht anzustecken. Und es hat funktioniert mit der FFP3-Maske. Ja, das ist mein Blütenschatz. Super. Und das Potsdok. Sehr cool. Ja. Und euch sehen. Das war auch ein Blütenschatz. Ja, tatsächlich. Genau. Das stimmt. Also Menschen in 3D wiedersehen und gucken, wie reagieren die auf mich, wie reagiere ich auf sie und feststellen, wie immer. Und das war total gut. Also das war wirklich angenehm. Das stimmt. Sebastian, du auch Potsdok insgesamt? Ja, auf jeden Fall, genau. Das Ganze drumherum, das Orga-Team, mit dem Orga-Team das wieder zusammen zu organisieren und das alles so zusammenspielt. Und wir waren ja auch 3 Jahre raus, so gesehen, und mussten uns dann auch an viele Sachen erstmal wieder erinnern. Zum Beispiel, wie der Geschirrspüler funktioniert. solche Kleinigkeiten halt, ne? Das Orga-Team ist ja gewachsen, habe ich dann auch wahrgenommen. Ne? Da sind sich neue Namen dabei. Schön. Sehr gut. Ja, total gut. Also, das war, die beiden sind auch auf jeden Fall sehr passend hier zum Orga-Team und so. Und bringen noch ein bisschen mehr Eskalation ins Orga-Team. Als ob irgendwas jemals eskalieren würde. Also ja. Das ist echt. Das ist ungefähr so das, was man am wichtigsten braucht, ne? Im Orga-Team. Dass es eskaliert. Genau. Ja, gut, okay. Dann kommen wir mal zum Hörerblütenschatz von Martin. Also nicht mir, also unser Hörer Martin hat geschrieben: Hallo, liebe Sendegärtner. Ich möchte euch an dieser Stelle einen Blütenschatz für die nächste Sendung mitteilen: Himmelfahrtskommando, mein Vater und das Olympia-Attentat. In dieser Reportage erzählt der Polizist Guido Schlosser, wie er damals 1972 die Entführung der Olympiageisel überlebte und sich seitdem Vorwürfe macht. Ein tolles Zeitdokument, das man unbedingt hören muss. Viele Grüße und danke für eure Sendungen, Martin. Das ist eine Produktion von Bayern 2, also aus der ARD Audiothek, und heißt eben Himmelfahrtskommando, mein Vater und das Olympia-Attentat. Ein bisschen harter Stoff, würde ich sagen. Aber mein Blütenschatz ist auch keine leichte Kost, denn der Kai, der übrigens auch beim Potsdok gewesen ist, der hat in der Geschichtenkapsel einen, eine Autobiografie aufgeschrieben. Kai ist auch schon mehrmals beim Potsdok gewesen und, sagen wir mal, flüchtig habe ich mich auch schon mit ihm unterhalten, so grob mitbekommen, da ist eine Tochter, die läuft dann auch rum und so. Also ein paar Wahrnehmungen hatte ich halt so von ihm auch schon. Und wir haben auch am letzten Sonntag an einem Tisch gesessen und ein paar wenige Worte miteinander gewechselt, freundliche Worte miteinander gewechselt. Und dann habe ich gesehen, wurde ich aufmerksam vom Hoaxmaster, der das irgendwie retweetet hatte, dass Kai eine in der Geschichtenkapsel eine Autobiografie geschrieben und auch selber eingesprochen hat. Also Ayuwo würde sagen, wie es wurde, wie es ist oder so. Und ich habe mir das angehört auf einer Autofahrt
Und das war wieder so ein Moment, wo ich nicht aussteigen konnte, obwohl ich schon längst angekommen war, ohne dass ich zu Hände gehört habe, was der Kai da aufgeschrieben und aufgesprochen hat, weil es mir einfach so sehr zu Herzen gegangen ist, alles zu hören, was ihn da bisher so in seinem Leben begegnet ist. Also sehr eindrücklich. Und pff, mein lieber Schwan, das war so irre. Du sitzt diesem Menschen gerade vor einer Stunde noch gegenüber und hast eigentlich von dem Paket, was dieser Mensch da durchs Leben trägt, so fast gar keine Ahnung. Und dann sieht man erstmal so ein bisschen hinter die Kulissen. Das war auch wieder so ein Moment, wo ich für mich gemerkt habe, bloß nicht zu schnell irgendwie urteilen über jemanden. Du weißt nicht, was die Person alles schon durchgemacht hat. Ist was für starke Nerven. Also wer so mit ist nicht so uneingeschränkte Empfehlung, aber mich hat es einfach sehr, sehr berührt und deswegen möchte ich davon sprechen. In der Geschichtenkapsel. Geschenkte Zeit heißt die Episode. Der Link ist auch schon vom Schiller in den Chat geworfen worden. Können wir dann in die Show nutzen. Super, danke schön. Ja. Also ich finde das gut, dass du. Genau, ich finde das gut, dass du auch nicht so leichte Themen gerade auch mal empfiehlst. Mag ich. Ja, es ist einfach. Es hat mich einfach. Ich konnte nicht weghören. Also. Das ist nicht irgendeine Person, nicht irgendjemand Fremdes, irgendwas weit weg oder was Fiktives, sondern wie gesagt, der Protagonist hatte mir wenige Stunden zuvor noch gegenüber gesessen und ich weiß um die Person, aber ich weiß, also wenn man sagt, kennst du den Kai? Ja, würde ich sagen, ich kenne den, aber wenn du mich jetzt fragst, hast du den Kai gekannt, würde ich sagen, nein, habe ich nicht gekannt. Weil ich nicht wusste, was alles passiert ist in seinem Leben bis dahin. Mhm. Und vieles wird mir jetzt auch klarer, was ich vielleicht schon mal so aufgeschnappt hatte oder so. Und der geht dann einen recht steinigen Weg. Und man kann nur hoffen, dass er die Kraft beibehält, die es braucht. Und ja, ich ziehe den Hut. Und dagegen ist mein Leben im Kindergarten. Und ich bin schon immer am Jammern. Also das ist eine gute. Nein, keine gute, aber es ist einfach, ja, und es relativiert so ein bisschen, ne, die eigenen Sorgen. Hm. Ja, gut. Also, das wollte ich erwähnen. Hat im weitesten Sinne dann auch irgendwie mit Podstock zu tun, weil wir eben uns da kurz gesprochen hatten. Ohne dass ich wusste, dass das irgendwie in der Mache ist, was er da gemacht hat. Ja, das war's dann. Es ist die Stimmung ganz im Eimer. Nein, das muss ja nicht sein. Das Leben ist bunt und vielfältig und hält für jeden irgendwie was anderes parat. Und wir können auf jeden Fall jetzt gemeinsam dieses Erlebnis Potsdok positiv, nein, negativ oder wie auch immer. Also jedenfalls Corona negativ, aber inhaltlich sonst positiv für uns verbuchen. Das ist ja das Schöne, dass, ja, was? Ich wollte nur zustimmen. Genau. Das ist nett. Also, es hat jetzt an den Tagen dort keine positiven Tests gegeben. Im Nachgang hat es jetzt wohl einen Menschen gegeben, der gesagt hat, bei mir ist was aufgefallen, was natürlich erhöhte Wachsamkeit auslöst. Aber ich kann im Moment sagen, heute Morgen mein Test war zum Glück negativ. Deshalb freue ich mich drüber, negativ zu sein. Und das möchte ich auch bleiben. Lasst uns negativ bleiben. Verkehrte Welt irgendwie. Wirklich verkehrte Welt. Okay. Dann war's das mit dem Sendegarten Nummer 144. Eine Potsdok-Nachlese mit vielen Highlights und Gedanken zu dieser sehr hübschen, inzwischen schon Traditionsveranstaltung. Das war die wievielte Durchführung? Kannst du das aus dem Kopf sagen? Da müssen wir uns jetzt einigen, 12, ob die 10? Ob die vor Ort also Remote-Veranstaltungen mitzählen oder nicht.
Sonst waren es. Also beim Prodigy Slam habe ich die Remote-Dinger mitgezählt, weil das war der fünfte. Müsste die siebte Veranstaltung vor Ort gewesen sein, wenn ich jetzt richtig gezählt habe. Siebte vor Ort plus zwei virtuell, also neun. Mhm. Na, guck mal, das ist doch schon eine Tradition. Traditionsveranstaltung, Podstock. Alles klar. Ich freue mich, dass ich da gewesen bin, dass ich meine Fluchtimpuls nicht stattgegeben habe, sondern mich hingewagt habe und dass ich so positiv aufgenommen worden bin. Ja, du wurdest, wurde bestimmt an dem Samstagmorgen schon irgendwie 4 oder 5 Mal angesprochen, wann denn der Martin kommt. Ja, ich auch. Ich auch. Andauernd wurde ich gefragt, wo Martin ist. Ja. Schlimm. Schlimm, aber auch, es ist schön, aber auch schlimm. Also, kann ja auch mal nicht da sein. Und dann ist ja gut, dass die Party trotzdem stattgefunden hat. Auch ohne Maskottchen. Aber sie wurde besser, als du da warst. Ach. Weiß nicht. Dann, das Pipi-Gate kam erst, als ich da war. Also, so viel. Da warst du aber schon gar nicht mehr auf dem Gelände, als Pipi-Gate war, oder? Das stimmt. Ich war im Hotel, hatte mir gerade die Zähne geputzt und dann gucke ich nochmal so rein und dann, oh, die Toiletten sind gesperrt. Na super, gut, dass du hier deinen eigenen Topf hast. Da war ich ein bisschen glücklich. Machst du es so wie der Holgi mit deiner eigenen Trockentrenntoilette? Ja, genau. Ja, ich habe meine eigene. Das ist ja auch so eine, naja. Ja, meine, man könnte ja, also so Not für den Notfall, ein paar Trockentrenntoiletten unten in den Gang stellen, ne? War ja auch möglich. Es wurde gedanklich schon eskaliert, ja. Genau zu diesem Thema. Ja, natürlich. Was mache ich mir denn Gedanken? Ich weiß, dass sie alle schon gedacht worden sind, logisch. Ja. So wie diese römischen Klos, okay, komm, wo alle nebeneinander saßen. Bitte was? Nochmal? So wie diese römischen Klos, wo alle nebeneinander saßen. Ja, wir haben noch Hühner, das hatte auch was. Ja. Wenn wir schon die Hühner da haben, können wir auch wie Hühner auf der Stange auf der Toilette sitzen. So, lass uns mal aufhören. Dann kommt der Aberhahn vorbei. Aber er hat sich echt Mühe gegeben. Mit seinem Anzug oder womit? Und mit dem Krähen. Er war wirklich sehr enthusiastisch. Aha. Auch nicht sehr laut, okay. Und nicht, ne, aber sehr engagiert dabei. Ja. Also vielleicht nochmal für die Hörenden, der Aberhahn, der hatte ein Fell, was so ein bisschen erinnerte an so ein Bühnenkostüm aus den 70er Jahren mit diesen Schlaghosen und so, ne? Also wie Abba halt so in den hohen Zeiten auf der Bühne rumgesprungen ist. So ungefähr, also die Assoziation war unmittelbar da, das stimmt. Als ich das Tier sah, wusste ich sofort, warum der Aberhahn genannt wurde. Okay, jetzt aber. Zweiter Versuch. Immer, wenn ihr noch reden wollt, lasst uns gerne weiterreden, aber ich wäre jetzt fertig. Schon immer mal erzählen. Ja. Ja, genau. Jetzt wäre die Gelegenheit. Nein, ganz, wir gucken ganz uns alle Aufzeichnungen an, sobald sie. Wir gucken uns alle Aufzeichnungen an, sobald sie verfügbar sind. Und was wolltest du sagen? Dank? An ganz, wen? Ganz herzlichen Dank an das ganze Orga-Team. Es war wirklich, wirklich großartig und danke an euch. Es war auch wieder großartig, mit euch nochmal drüber so eine Rückschau halten zu können. Mir ist noch eine Sache eingefallen, was ich auch noch gut fand. Oh je. Ja, jetzt raus. Wir sind ja noch da. Ja, die Spenden, das Spendeneinhorn, das da auch so schön Geld reingeworfen ist, worden ist und dass uns jetzt immer noch Spenden per PayPal erreichen, das finde ich gut. Wir hatten ja ein Spendeneinhorn für die Kinderkrebshilfe aufgestellt und ja, es ist einiges zusammengekommen. Das finde ich sehr gut. Das ist mir jetzt noch eingefallen. Aber jetzt können wir dann den Deckel schließen.
Super. Jetzt müsste so ein quietschendes Geräusch haben, ne? So. Da müsste mal Johannes mal nachfragen. Der hat doch bestimmt. Da gab's doch irgendeine Kneipe mit so einer Tür, die immer so quietschte. Natürlich. Hatten wir doch alles schon mal. Der Brinjaporto. Ja. Na gut, aber wir stellen uns das einfach vor, das reicht ja auch. Kraft unserer Fantasie haben wir jetzt alle diese Tür quietschen gehört. Das ist im Garten das Gartentürchen. Aber wir sind ja noch drin. Das geht ja gar nicht. Das ist ja unlogisch. Ach, Continuity-Fehler, wo man hinschaut. Ach, dafür egal. Haben wir jetzt aber ich auch das Lagerfeuer und die Marshmallows. Ist doch alles gut. Super. Ich danke euch ganz herzlich für diese kleine gedankliche Fahrt durch das Spotstock 2022. Und ich danke der Vera für das Organisieren. Dankeschön. Ja, danke dir auch hier fürs Mitsprechen und so. Verdammt, das war jetzt und schwieriger als sonst. Ja. Der Claudia fürs Teilgeben. Du hast ja Workshops gegeben. Ach so, ja, aber nur ein bisschen. Und einen mit der Jude zusammen, das war auch sehr, sehr großartig. Hat auch sehr viel Spaß gemacht, ja. Also von mir ganz, ganz großes Dank nochmal an alle. War super. Und wir danken alle zusammen dem Sebastian dafür, dass er sich dieses Dings ans Bein gebunden hat. Also auch diese ganzen finanziellen Geschichten und das Versicherungstechnische und das Sprintermieten und was weiß ich, Sachen durch die Gegend kariolen und mit Menschen reden, organisieren, Absprachen treffen. Das ist aller Ehrenwert. Dankeschön dir. Tja, und ich bedanke mich, dass ihr immer wieder kommt und da seid. Danke dir. Und mithelft. Ja. Gut, und mit dem gemeinsamen Dank an uns. Und von mir aus auch den Dank oder von uns aus den Dank auch an den Zuhörenden hier, sowohl live, die jetzt gerade mit uns hier zusammen gehört und gesprochen, geschrieben haben im Chat, als auch allen, die das hier in der Konserve konsumieren, so wie Podcast ja eigentlich gedacht ist, mit ihren Kopfhörern auf den Ohren oder wo auch immer. Also ich meine, es gibt ja auch diese Knochenschallleitungskopfhörer. Schöne Grüße, Philipp. Das funktioniert immer noch. Super, danke. So, verschwinden wir jetzt einfach aus dem Garten. Wir sagen Tschüss und kommt gut durch die Nacht. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss. Tschüss.